verehrte Damen und Herren, herzliches guten Morgen. Herzlich willkommen hier in der Schlossgalerie im Freilichtmuseum in Schloss Altbrand. In unserem Museum in Bad Freienwalde. Noch ein Stück rum? Okay. Anmachen. Anmachen? Wer hilft mir? Ja. Ist jetzt besser? Bin ich jetzt zu hören? Also, herzlich willkommen hier in der Galerie im Schloss Altrand, im Freilichtmuseum Altrand, eine Einrichtung der gemeinnützigen Kultur GmbH Märkisch-Oderland. Ich heiße Kerstin Nietzsche und bin die Geschäftsführerin. Ich habe Sie eingeladen, freue mich sehr, dass Sie hier heute hierher gekommen sind. Ich hoffe, dass die Beschwingtheit des Tages Sie auch aufgemuntert hat, in der Sonne hierher zu fahren und gemeinsam heute einen Beginnpunkt zu finden für eine Zukunft des Museums in Altrand, des Freilichtmuseums in Altrand. Herzlich willkommen, Herr Landrat Schmidt, der ist auch schon gesehen. Und vor allen Dingen als einer der Vertragspartner oder auch mit Initiatoren, dass wir heute hier sind, als beide Initiatoren der Vorstand und künstlerische Direktorin der politischen Bundes, Frau Hauser-Schlossmüller. Ich freue mich sehr und auch das Kulturministerium ist vertreten. Parallela hat das Kulturministerium von selbst geschickt. Ich freue mich also sehr. Das sind die drei Partner sozusagen, in deren Namen ich heute hier eingeladen habe, einen Beginn zu setzen für eine Neukonzeption, Neuaufstellung, Zukunftsorientierung, wie ein Museum der Zukunft vielleicht in 15, 20 Jahren tragfähig sein kann. Ich freue mich sehr, dass das Büro für Landschaftskommunikation ebenfalls heute da ist. Herr Fischer und Herr Dr. Kenneth Anders werden dann heute durch die Veranstaltung führen und Herr Kenneth Anders wird die ersten Thesen vortragen, die dieses gemeinsame Projekt zum Tragen bringen sollen. Dann möchte ich ganz herzlich begrüßen Kreistagsabgeordnete, Vertreter aus den Kommunen, aus den kommunalen Gebietskörperschaften, die seit Jahr und Tag die Entwicklung der Kultur GmbH, unserer Museen und der Musikschule mit Rat und Tat begleiten und einfach auch immer wieder ein Verständnis dafür haben, unsere Probleme mit gemeinsam mit uns zu lösen. Und vor allen Dingen, das ist die Masse, die heute hier sitzt, liebe Partner aus der Region, liebe Kooperationspartner des Museums, eigentlich aus dem gesamten östlichen Landes-Oderland, die heute hier sind, aus der Region, und darüber hinaus Kooperationspartner aus nah und fern. Seien Sie herzlich willkommen und ich bin gespannt darauf, wie wir gemeinsam die Dinge angehen werden. Und ich denke, Wege werden sich immer wieder aufnehmen. Und was last not least, herzliches Willkommen auch an die Einwohnerinnen und Einwohner hier aus dem Dorf Altrand, die quasi unwechselbar mit diesem Museum verbunden sind und auch in den letzten Jahren mit viel Tatkraft uns immer wieder unterstützt haben. Ich möchte Sie kurz hier heute in den Tag einführen und Sie kurz mit dem Ablauf bekannt machen. Herr Schmidt wird als nächstes dann zu uns sprechen und kurz skizzieren, vor welchen kulturpolitischen Herausforderungen er aus seiner Sicht das Land haltet, wo die Konzeptionsprozess sehen wird. Dann wird Frau Katja Völkert, die künstlerische Direktorin der Kulturstiftung des Bundes, im Zusammenhang mit dem neu aufgelegten Förderprogramm für die Transformation von Kultureinrichtungen zu uns sprechen. Als nächstes wird dann Herr Dr. Kenneth Anders einen Vortrag halten, der sich schon vorbereitet. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich hier heute in Altrand. Für uns beginnt ja jetzt eine relativ spannende Debatte. Viele von Ihnen werden ja die Diskussion in den letzten Wochen und Monaten verfolgt haben. Der Landkreis ist ja Träger einer großen Kette von Kultureinrichtungen. Ich möchte Sie nochmal allen etwas ins Gedächtnis rufen, also mit dem Brecht-Weigel-Haus in Buko, mit den Gedenkstätten Seelower Höhen, unserem Schloss in Bad Freienwalde, hier unser Freilichtmuseum in Altrand. Und wir sind auch Träger einer der großen
ist für uns eine Aufgabe, die neben dem, und ich glaube heute nicht der Tag, wo wir nur über Finanzen reden, neben den inhaltlichen Aufgaben, auch eine große finanzielle Aufgabe, die der Kreis zu stemmen hat. Wir reden mit allen, Bereichen, wo wir haben und 2 Millionen Euro. Wir haben in den letzten zurückliegenden Jahren natürlich einen besonderen Weg sind wir gegangen, mal zu sagen. Wir hatten die Anfangsjahre, Anfang der 90er Jahre, ging es ja auch um die politische Bewahrung bestimmter Einrichtungen. Es gab auch harte Auseinandersetzungen. Ich denke dabei besonders an die Zelo erhöhen und an die Neuausrichtung, auch die Debatte oder die Wiederentdeckung des Erbes von Walter Rathenow. Wir haben in den zurückliegenden Jahren auch nicht unerheblich in einen Großteil der Immobilien investiert und wir stehen in vielen Bereichen auch vor neuen Investitionen, besonders an UCO. Wir müssen diese Dinge attraktiv machen. Was hat sich in der Region in den zurückliegenden Jahren auch dramatisch verändert, neben dem demografischen Wandel, also gerade im östlichen Bereich, haben wir aber auch sehr viel Zuzug von Leuten, die auch eine sehr lebendige, und ich glaube, da sind wir auch in Brandenburg, gerade wenn ich nach Oderbruch denke, eine sehr lebendige, auch von den öffentlichen Quellen relativ abgeschlossene Kulturszene. Und ich denke da an Tat am Rand, ich denke an die Kunstlose Tare, wir haben sehr viele auch private Initiativen. Da sind wir als Kreis, wobei gerade was die Unterstützung angeht, noch relativ verhalten. Wir machen sehr viel über unsere Sparkassenstiftung, aber vieles auch nur im Gleichzeitig. Die Kultur ist ja sozusagen eine freiwillige Pflichtaufgabe, so möchte ich es mal bezeichnen. Ja, einige lächeln schon gleich im Saal, das ist natürlich immer ein Kernpunkt der Diskussion, auch in den kreislichen Gremien. Und in den entscheidenden Investitionsfragen haben die kreislichen Gremien ja auch immer zu ihren Kulturentwicklungen gesagt. Aber ich sage das hier ganz deutlich, wir haben dann in den letzten Wochen und Monaten auch eine wirkliche Diskussion um die Zukunft unserer Einrichtungen geführt. Und vieles hat sich natürlich auch auf die Ausgangssituation des Freilichtmuseums Museums als Rand fokussiert. Wir haben am Ende dann gesagt, entweder wir beginnen einen Neuanfang. Wir sind bereit, neue Ideen und neue Ansätze zu bündeln. Also so weiter wird es nicht mehr geben. Und wir sind auch bereit, uns diesem Prozess zu stellen. Das werden wir jetzt heute mit dieser Auftragsveranstaltung beginnen. Aber wir sagen auch in aller Deutlichkeit, dass wir die Idee, so wie sie mal Anfang der 90er Jahre stand, das große Brandenburger Freilichtmuseum an diesem Standort nicht geben. Wir werden auch nicht in der Lage sein, dies auch so finanziell umzusetzen. Und wir werden auch diesen Ansatz der Museumskultur und Pädagogik so nicht mehr weiterführen wollen. Und wir können ihn auch nicht mehr. Also deshalb hoffe ich auch für mich, dass wir in den Jahren, in denen wir nochmal Luft holen, wirklich Lösungsansätze finden. Und wenn es dann keine Lösungsansätze geben wird, dann müssen wir auch vielleicht auf schmerzhafte Wege gehen, das möchte ich heute hier auch sagen, aber wir stellen uns den Disput. Für mich geht dieser Disput inhaltlich, geht ja vor allem um Inhalt. Also ein Disput, in dem jemand mir uns und allen sagt, und allen Beteiligten sagt, wir machen weiter so, wir sind nicht bereit, neue Impulse aufzunehmen, wir brauchen nur Geld, dann geht es auch weiter, dem kann ich auch nicht folgen, dem kann ich auch nicht inhaltlich folgen, weil ich der Meinung bin, so werden wir als Region nicht attraktiv und so werden wir auch als Region auch nicht interessant für Leute, die zu uns kommen und uns vielleicht auch hier in unserem Umfeld bereichern können. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass nach 20 Jahren nach der Wende wir uns auch in diesem Bereich neu aufstellen müssen und wir auch neue Wege suchen. Vieles ist hier passiert. Wir haben in den zurückliegenden Jahren auch gerade im Bereich
Bereich der ländlichen Entwicklung, ich sage mal auch für den soziokulturellen Bereich gefragt. Aber ich glaube, wir müssen jetzt diesen Weg gehen. Der dritte Punkt ist natürlich nochmal mein Dank. Wir sind ja als Landkreis bereit, den Weg mitzugehen. Mein Dank gilt natürlich auch der Kulturstiftung des Bundes, die uns dabei unterstützen. Und mein Dank gilt natürlich auch nach einigen starken Debatten dem Land Brandenburg, die ja dann immer sehr mit großen Vorschlägen kommen. Das soll jetzt keine Kritik sein. Aber ich kenne auch ihre Zwecke, ich sage es ganz deutlich. Und es ist auch sehr illusorisch, von einer kreislichen kommunalen Ebene einen Ruf nach mehr Landesmuseen einzusteigen. Ich glaube, das wird auch nicht dieser Ansatz sein. Und den können sie auch nicht leisten und den können sie auch nicht versprechen. Und dem werden wir auch nicht so folgen können. Und jetzt begrüße ich Melitta. Ich freue mich, dass sie gekommen ist. Später gekommen, dass ich alles sehe. Vielen Dank. Dankeschön. Ich glaube, da gibt es keine
zumindest ist das eine Tätigkeit, die wir vielleicht ganz weit machen auch. Also da werden wir uns sicher treffen. Aber Hauptsache ist natürlich, jetzt erstmal zu begreifen, dass es überhaupt nicht darum geht, in der Evaluation, was passiert hier passiert ist. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Sondern es geht darum zu sehen, ob die potenziale Reaktion und aufgezählt, wenn eben wahnsinnig viele Menschen kulturaffin sind, Künstler sind, hierher gekommen sind, die vielleicht immer schon waren, weil sie diese Landschaft sind. Und das Potenzial ist da, aber es ist wahnsinnig schwierig, sich zu einigen auf etwas. Das fällt uns allen sehr schwer. Und dafür haben wir jetzt ein Jahr. Unser Stiftungsrat hat 5 Regionen, die wir ausgesucht haben, also in Brandenburg, also 3 Regionen in Brandenburg, in Polen, und wir haben uns jetzt entschieden. Ich gebe zu, dass unser Bruch ist, der ganze Verlust in dieser Region, ich finde das einfach unglaublich schön. Wir haben kein anderes, auch wir Studenten haben gefördert, wir sind ein Feuerwehrstück, haben an der Brand, weil wir uns das gesehen haben, und das mitten unter den Feuerwehrleuten bei der Premiere, und wir haben ja sehr intensiv mitgesprochen, ob das jetzt richtig ist, was der vorne erzählt oder nicht. Das war ein ziemlich sehr intensiver Abend, mehr als wir uns gefallen. Ja, erzähle ich gleich noch ein bisschen, wo wir noch sind. Wir sind in Niederoberstein, in Rheinland-Pfalz. Das ist eine Stadt, die extrem geschrumpft ist, die früher mal sehr gut ging, in Wildstein und ähnliches. Und ja, die Arbeitsplätze können wir auch nicht tun. Das ist völlig klar, da darf man die Kultur auch nicht überschätzen. Das können wir nicht. Aber unsere Mitwirkung ist eine Hilfe, um nochmal zu sehen, ob man in dieser kleineren Version einer Stadt, wo viel Leerstand ist, man über die Kultur einen neuen Atem hineinbringen kann. Dann sind wir in Niedersachsen ganz anders, ganz verstreut, viele kleine Initiativen und Dörfer, also eine völlig andere Situation. Dann haben wir auch in Saarland, Eschbach, auch eine Stadt, wo Kohle lebte früher und jetzt ist verteilt mit 20, 13 Gymnastikhallen und Veranstaltungshallen, die alle wieder benutzt werden. Keiner will sie aufgeben und alles ist auch ein ganz komplizierter Prozess, dann ist das in der Schwäbischen Alb immer noch eine andere Problematik. Also sehr unterschiedliche, das sind unsere 5 Regionen, denen wir jetzt zugesagt haben, dass sie einen, sagen wir mal, bis August, September Zeit haben, sich zu verständigen und eine Konzeption zu erstellen, was gemacht werden soll. Dann gehen wir wieder kurz vor Weihnachten zu unserem Stiftungsrat, der ist sehr hochrangig politisch besetzt. Alle wollen diese Themen behandeln im Bundestag. Man kann nicht loslegen mit der Problematik, die wir gerade behandeln. Wir sind natürlich froh, dass wir uns engagieren. Wir sprechen mit den Landwirtschaftsministerien, mit den Bauministerien, mit den Wirtschaftsministerien. Also alle haben diese Thematik im Grunde genommen auf ihrer Liste. Und wir haben auch mehr Geld als wir. Also man muss sehen, dass man da auch mehr Ressourcen ins Boot holt. Denn die Kultur ist ja so gut geerbt. Auch wir sind eine ganz kleine Einheit innerhalb des Bundes. Ja, das ist im Grunde genommen, was ich Ihnen erzählen wollte. Wir haben Partner hier, mit denen wir schon gearbeitet haben. Das ist das Büro für Landschaftskommunikation, ein anderer Fischer und ein Mitarbeiter. Wir haben uns mit dem Land und mit dem Landkreis hier getroffen, diskutiert und darauf geeinigt, dass wir zu dritt das finanzieren wollen, diese Etappe jetzt. Und haben das in die Hände des Büros für Landschaftskommunikation gegeben. Wir haben den Auftrag, diese Potenziale in der Region abzurufen, freizumachen und einen Prozess zu begleiten, mit Veranstaltungen, mit Intention, was man dafür ist, der Gelder da, dass man das eben auch schön machen kann. Ich glaube, es ist hier eine Ausstellung entstehen, das will ich ganz anders erzählen, damit ich die Worte vorgreifen und am Ende des Jahres wird entschieden, ob man damit arbeiten kann oder nicht. Ich bin mir sehr wohl davon, dass es klappt. Ja, regelmäßig herkommen kann. Danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich auf Kenneth Anders.
verehrten Damen und Herren, liebe Frau Völkers, lieber Herr Schmidt, ich will Ihnen versuchen, im Folgenden darzulegen, wir haben ja quasi diese Folien in einer etwas älteren Ausführung zum Teil schon als Kopie bekommen, wie ich diesen Auftrag einer Neukonzeption verstehe, für das falsche Jahresdatum dort, kann ich mich gleich entschuldigen, ich hoffe, da ist etwas mal immer schon umschalten. Grundsätzlich dazu vielleicht noch, wir sehen es als eine sehr interessante, aber auch aufregende Aufgabe an, der am Ende tatsächlich offen ist. Das heißt, es ist nicht einfach klar gesetzt, ja, mach das jetzt mal und dann kommt das, wird das schön eingepackt und wir nehmen das Geschenk dann auch an. Das ist tatsächlich ein offener Prozess und deswegen muss er unseres Erachtens auch mit einem großen Pragmatismus geführt werden. Wir werden das bei einigen Teilaspekten, auf die ich jetzt gleich zu sprechen komme, noch sehen. Man kann sich nämlich verlieren in Planungen, die dann nachher hoch detailliert sind, aber wenn man keine gemeinsames Einverständnis darüber erzielt hat, was gemeint ist und was erfolgen soll, dann nutzen diese ganzen detaillierten Planungen nichts. Das betrifft zum Beispiel auch den Umgang mit der Bausubstanz. Natürlich werden wir da pragmatisch einen Blick drauf werfen und uns da auch Hilfe holen, aber Sie können auch gut ein Jahr damit zubringen, die ganzen Gebäude nochmal aufzunehmen und gutachterlich einschätzen zu lassen, aber am Ende nichts drauf. Also das nur sozusagen zum Selbstverständnis, wie wir an die Sache rangehen. Nächste Folie mal die drei beteiligten Auftraggeber dieser Konzeption sind ja auch genannt und es ist auch erkennbar, dass sie durchaus mit unterschiedlichen Interessen herangehen, nicht mit gegensätzlichen Interessen, aber vor einem unterschiedlichen Hintergrund in diesen Prozess eingeschrieben sind und das gehört eben auch ganz stark mit zu diesem Mandat, dass es nicht nur einem einzigen Auftraggeber verpflichtet ist, sondern wir müssen versuchen, diese verschiedenen Sichtweisen auf Kultur und ihre Möglichkeiten und auch die verschiedenen Verantwortlichkeiten, die eine Rolle spielen. Großherr ist der Landkreis, das Eigentum hat. Wer hat sozusagen am Ende die Kreistagsabgeordneten haben das letzte Wort. Ja, dem müssen wir unbedingt auch gerecht werden und trotzdem versuchen, die Spannung, die zu den anderen Perspektiven auf dieses Thema Kultur zwangsläufig entsteht, in den Punkt zu machen. Und sagen, das ist doch aber eine interessante Belange, die dort mit eingebracht. Erläutere das jetzt nicht mehr im Detail. Ich denke, das ist hinlänglich klar, vor welchen Hintergründlichkeiten einzusteigen, sondern gehe nochmal ganz kurz zu uns über. Wir sind eine Arbeitsgemeinschaft aus Freiberuflern, die in erster Linie Kulturwissenschaftler und Landschaftsentwickler sind. Wir haben ein bisschen Erfahrung im Ausstellungsbau, auch sehr viel Identifikation. Und unsere Arbeitsweise haben wir aber sehr stark hier in der Region entwickelt, in einem Arbeitszusammenhang, für den uns im Großen und Ganzen niemand finanziert hat, für den wir niemand Mandat hatten, die wir eingehen wollten. Vor 12 Jahren haben wir damit angefangen, wieder Oberfrucht angenommen. Da haben wir unser Interesse für Regionalentwicklung entwickelt und es auch ausdifferenziert und methodisch untersetzt. Und die ganz zentrale Arbeitsweise dabei ist, dass wir auf der Basis von Gesprächen arbeiten und sagen, dass das machbar ist in einer Region, wird am Ende ohnehin nur durch die Spielräume bestimmt, die die Menschen selber gegenseitig einräumen, das, auf das sie sich einigen können. Und das betrifft unseres Erachtens die Chancen für Regionalentwicklung im Allgemeinen, aber eben auch im Konkreten die Chancen für dieses Museum. Und deswegen ist es tatsächlich für uns eine große Herausforderung, unser Interesse an Regionalentwicklung geltend zu machen, auch in diesem Prozess. Und ich wollte das wirklich auch nochmal kenntlich machen, damit Sie verstehen, dass wir uns schon ganz klar als Auftragnehmer und Dienstleister hier verstehen, aber dass wir auch mit bestimmten eigenen Sichtweisen in diesen Prozess reingehen. Das unterscheidet uns vielleicht von manchen anderen Büros, wo man sagt, hier arbeitet das ab und lege hinterher etwas vor, dass ein Produkt, das von vornherein klar definiert ist. Das Produkt, das wir hier entwickeln, ist von vornherein nicht klar definiert. Und ich will im Folgenden versuchen, es ein wenig zu umreißen, damit Sie trotzdem jetzt noch Pfade haben. Vorstellen können. Darauf, Kerstin Nietzsche hat es ja gesagt, Thesen. Ja, aber man könnte auch sagen, Fragen, mit denen wir da zu Werke gehen. Es wird auch diese Arbeitsgemeinschaft noch betriebswirtschaftliche Erkenntnisse noch weiter wieder in der Auftrag ausgeben. Das sind die drei Bereiche, die ja auf der Hand liegen und die ich Ihnen im Folgenden etwas genauer untersetze. Das erste ist eben die Frage der Kulturkonzeption, also welches kulturpolitische Mandat soll eine Einrichtung in einem Land überhaupt wahrnehmen? Wie muss sie aufgebaut sein, damit sie das wahrnehmen kann? Welche Struktur müssen sie haben? Und was erwarten wir eigentlich davon im Hinblick auf eine Kultureinrichtung, die tatsächlich in dieser Region etwas leistet, das für
für die Regionalentwicklung spannend ist, dass den Menschen dabei hilft, Kultur wirklich zu nutzen für ihre eigenen Angelegenheiten. Damit sowas nochmal funktioniert, dann muss man sich Gedanken machen über die Trägerschaft. Also wer muss eigentlich standgesetzt werden, Verantwortung zu haben für die Gebäude, für bestimmte Prozesse, für bestimmte Arbeitsbereiche, wie kann das funktionieren? Und im dritten natürlich die betriebliche Perspektive, wer wird heranpassen, an ein Team zu sagen. Erstmal zur kulturpolitischen Konzeption, und da sind unseres Erachtens auch erstmal die meisten Fragen zu stellen, weil die anderen nachher immer unscharf bleiben werden, wenn wir uns hier nicht einigen. Und deswegen ist die Zusammenarbeit mit der Steuerungsgruppe und mit dem Sonderausschuss des Kreistages so wichtig. Deswegen werden wir uns auch relativ häufig treffen, damit wir am Ende dieses Jahres, das ja, wenn man es genau betrachtet, eigentlich nur noch ein Teil durch die Entscheidung des Kreistages so viel miteinander geredet haben, dass wir einigermaßen eine gleiche Sprache sprechen und sagen, okay, das könnte funktionieren, da können wir unser Vertrauen hinein investieren. Diese Neuausrichtung soll also nicht nur eine Kostenfalle öffnen, die hier einmal zugeschnappt war, sondern eine neuartige Kultureinrichtung begründen. Und für uns ist ganz wichtig, eine Grundherangehensweise, dass wir uns unterscheiden wollen von vielen Besucherzentren, die in den letzten 10, 20 Jahren in Deutschland entstanden sind, die häufig sehr schick gebaut sind, mit moderner Architektur noch irgendwie was dran, erstmal sehr viel Geld gekostet haben, aber in erster Linie auf die Außenwirkung gerichtet sind. Zu dieser Außenwirkung komme ich gleich noch. Die ist sehr wichtig, aber die primäre Funktion liegt in der eigenen. Von dort aus quasi wollen wir die Potenziale nutzen, die in diesem Raum tatsächlich sehr stark da sind. Wir haben im Monat auch sehr viele zivilgesellschaftliche Akteure mit einer hohen Kraft. Und die diese Kraft wird nötig sein und die muss man binden, wenn diese Einrichtung eine Chance haben will. Man kann sie nicht einfach mit ausreichend Personal ausstatten, dass die Leute dann sozusagen diese ganzen Betriebswege ausschreiten, sondern wir brauchen tatsächlich das bürgerschaftliche Engagement. Und der Kontext ist eben ein sehr starker Veränderungsdruck, der auf unsere Region lastet. Das haben Sie alle mitbekommen, wir haben demografische Veränderungen in den Dörfern, es gibt einen sehr starken Transformationsdruck. Der kann ihn vor den Kultureinrichtungen auch nicht weiß machen. Hier nochmal zum systematischen Verständnis. Auch wenn das vielleicht erstmal ein bisschen zu allgemein erscheint, aber das sind mal die grundlegenden Strukturen für kulturpolitische Strategie des Landes Brandenburg, die wir so klug formuliert halten. Wir haben also drei Grundbereiche, in denen öffentliche Kultur gefördert werden kann, mit öffentlichen Hilfen. Das ist kulturelle Bildung, Kulturtourismus und regionale Identität. Und dann gibt es zwei Querschnittsthemen. Einmal eben erwähnte Aktivierung des bürgerschaftlichen Engagements und zum anderen innovative Kulturfahrer. Das sind ja erstmal alles mit Ketten. Jetzt gehen wir mal auf die nächste Folie und gucken mal, was das in diesem konkreten Fall bedeuten könnte. Aus unserer Sicht. Versteht Sie, es ist eine Art Vorantasten, was wir in den letzten Wochen gemacht haben. Wir sprechen also mit vielen und versuchen eigentlich immer, wie weit das trägt, wie weit sie uns folgen wollen. Und dann entwickelt sich das wieder weiter. Ja, es ist nichts, was irgendwie vorgegeben ist. Es ist ein Versuch, das neu zu ordnen. Und das würde deutlich machen, dass die regionale Identität das zentrale Thema dieser Einrichtung ist, aber nicht als ein statisches Thema, das einfach ein für alle Mal festgelegt wird, dazu kommt es gleich, sondern dass das Freilichtmuseum mit Partnern in der Region an diesem Thema regionale Identität arbeitet. Und von dort ausgehend hat diese Einrichtung quasi zwei wichtige Trabanten, zwei Monde, die weiterhin sichtbar sind. Das ist der Kulturtourismus und das ist die kulturelle Bildung. Die sollen aus dieser Quelle, aus diesem Motor heraus, in Gang gehalten werden. Und damit aber regionale Identität tatsächlich als eine Arbeitsaufgabe sich neu entfalten kann, brauchen wir innovative Kulturvorhaben und wir brauchen mehr Aktivierung des bürgerschaftlichen Engagements. So wären also diese Elemente der Kulturkonzeption hier mal im Zusammenhang gedacht. Mal bitte die nächste Folie. Regionale Identität dabei ist eine absolute Baustelle. Das ist nichts, was man ein für alle Mal festlegen kann. Und das stellt auch die Museen und im Übrigen auch die Heimatschulen. Dorfmuseen, mit denen wir im letzten Herbst sehr intensiv in den Unterbruch gearbeitet haben. Sehr schön, dass einige hier sind, vor sehr schwerwiegenden Herausforderungen. Denn wenn wir Traditionen, Eigenart, Geschichte, Herkunft beachten, haben wir im Unterbruch eine ganze Menge. Wir haben sehr viele auch kleine Einrichtungen und sehr viele Leute, die diese Traditionen auch noch kennen und zum Teil sogar noch leben. Es gibt im Unterbruch zum Beispiel immer noch sehr viele Menschen, die Selbstversorgung machen, die selber noch Vieh halten, die selber quasi eine kleine Landwirtschaft immer noch aufrechterhalten. Und da sind die anderen und ländlichen Regionen in Deutschland immer noch
wenn man so will, weit voraus. Die anderen würden sagen weit zurück, aber wir würden sagen weit voraus. Allein aber der Zugang über die Tradition macht noch keine regionale Identität. Regionale Identität entsteht erst, wenn wir diese Herkunft und all dieses Wissen, diese Erfahrungen in die Widersprüche unserer Gegenwart auch eintragen und sagen, okay, da komme ich her. Und jetzt stehen wir aber hier. Und jetzt müssen wir uns mit diesen ganzen Objekten, mit diesem alten Wissen, mit den Traditionen beweisen in einer Welt, die uns vor sehr schwerwiegenden Widersprüchen stellt. Und das ist quasi die perspektivische Gestaltungsfrage unseres gesellschaftlichen Lebens. Das klingt sehr allgemein, aber ich hoffe, es wird deutlich werden in den nächsten Monaten, dass das sehr auch so ein Museum vor sehr konkrete Fragen stellt. Es geht am Ende ganz konkret um den Umgang mit den alten Objekten, ja, um den Umgang mit den alten Gebäuden. Frage, was machen wir damit, was erzählen uns diese Dinge für unser heutiges Leben, für unsere Auseinandersetzung, in den Widersprüchen, in denen wir stehen. Ich will jetzt mal das ein bisschen auffächern, was das für Folgen hat für das Nachdenken über eine kulturpolitische Konzeption. Erstmal das Verhältnis des Freilichtmuseums zu seiner Ortschaft, in der es sich befindet, als Hand. Da wollen wir mal anfangen. Da haben wir zum einen eine jahrzehntelange und durchaus auch spannungsreiche Geschichte, die ich selber persönlich gar nicht so gut kenne, die aber immer wieder konfrontiert wird. Manchmal übrigens auch, denke ich manchmal, wenn man könnte da vielleicht sogar mal eine kleine Anekdotensammlung machen. Also es ist doch wirklich, inzwischen hat es eine eigene Erzähltradition, was dieses Museum mit seiner Ortschaft verbindet. Das sind eines der ersten Fotos, die ich gemacht habe in der Kranz. Ja, das sind Marmorgarten da oben, die herrlichen Scheunengipfel. Ich weiß nicht, ob vielleicht noch eine Eule noch dahinter war. Das verweist eigentlich auch schon auf eine Problematik, die hier angelegt ist. Es ist ein In-Situ-Museum, das ist in der ersten Konzeption oder in der letzten Konzeption ja ganz besonders stark herausgearbeitet worden, also ein Museum am ursprünglichen Ort, nicht wie viele andere Freilichtmuseen, wo man hier einfach die Bauernhäuser abgebaut hat und sie auf der grünen Wiese wieder zu einem künstlichen Ensemble zusammengesetzt hat, sondern es ist ein Museum, das mitten im Ort Gebäude musealisiert hat, also auf einem bestimmten Stand quasi auch eingefroren hat und versucht hat, sich dadurch zu sanieren. Und diese In-Situ-Situation, die hat schon einen großen Reiz, wirft aber auch sehr viele Fragen auf. Zum Teil waren die auch praktisch hier erfahrbar, nämlich beim Umgang mit dem Denkmalschutz. Denkmalschutz ist auf der einen Seite eine ganz eminent wichtige Form, Baukultur zu sichern, aber andererseits in einem lebendigen Dorf, das für viele Anwohner auch ein pures Ärgernis, muss man ruhig mal so offen aussprechen. Denn sie werden damit begrenzt, in ihren Möglichkeiten frei zu verfügen über ihre Häuser und über ihre Strukturen. Und wie man das fruchtbar gemacht hat, das interessiert uns, das wollen wir auch nochmal nachfragen, wie wird das Potenzial dieser Entwicklungsbesonderheit genutzt und wie kann man eigentlich diese räumliche, wirtschaftliche und kulturelle Nachbarschaft nochmal neu denken. Denken Sie zum Beispiel an die Schneiderstraße, die einstmals wahrscheinlich eine sehr, sehr hochaktive Handwerker- und Gewerbestraße war. Und gucken Sie sich heute an. Und dann ist die Frage, ist in Situ tatsächlich sowas Tolles? Oder was müsste man eigentlich tun, damit in Situ wieder interessant wird? Denn heute ist es in erster Linie eine Wohnstraße mit einem Museum zum Teil. Und wie weit quasi kann man den Dialog mit den Anwohnern bringen, nicht sagen, wir machen da auch wieder was Neues. Und wir versuchen quasi aus der Tradition heute in Situ wieder Gestaltung zu kriegen. Als Rand der Traditionsverein, einer der Bewerber, Mitwirkung hier in dieser Einrichtung, hat die Tradition im Programm. Und genau dort aber steckt auch wieder die Frage, was macht ein modernes Dorf aus? Wie kann es aus der Programmatik der Tradition in Perspektive für seine Zukunft gewinnen? Und wir werden zu diesem Zweck im kommenden Monat auch eine junge Absolventin hier durch das Dorf schicken, wird also versuchen, möglichst in den Dorfbewohnern hier auch zu unterhalten und auch selber dabei etwas erstellen, eine Studie, die wir auch am Ende dieses Prozesses in einer Ausstellungszeit hier vorstellen werden und die wir Ihnen auch nach Möglichkeit in einer Veranstaltung, mal in einer Diskussionsveranstaltung vorstellen werden, wie unsere Bestandsaufnahme ist, des Verhältnisses des Museums zu seinem Dorf, die Erwartungen, die gegenseitigen Erwartungen, was man daraus machen kann. Nächster Punkt, das Verhältnis des Freilichtmuseums zu seiner Region und den angrenzenden Farmmuseen. Auch das für uns eine ganz wichtige Frage, diese handlungsräumliche Beziehung. In der alten Konzeption gab es ja eigentlich die Vorstellung, das Museum ist für den ganzen Nordosten Brandenburgs eigentlich das Freilichtmuseum. Jetzt ist es aber das Museum oder eine Einrichtung des Landkreises. Da gibt es aus unserer Sicht einen ganz klaren Bedarf, darüber zu sprechen, auf welche Region bezieht sich
Kultureinrichtungen nicht unbedingt in Bezug auf alte Objekte, die man hier ausstellen kann, sondern in Bezug auf die Zivilgesellschaft, für die sie arbeitet. Das ist eine Sache, die ganz stark geklärt werden sollte. Und damit gehört der eigene Landschaftsraum, damit sie die Kraft und die ländliche Entwicklung, diese Veränderungen in der Landwirtschaft, die wir sehr, sehr wichtig finden und die unseres Erachtens thematisiert werden müssen, in der Alltagskultur, im Siedlungswesen, all dies kritisch zu begleiten, nicht nur zu zeigen, so verändert es sich also, sondern mit den Landwirten, den Menschen, die heute in dieser Region bewirtschaften, im Gespräch darüber zu kommen, welche Gestaltungsspielräume haben. Zum Beispiel bei einem sich verändernden Bodenmarkt, was die Chance gerade mit der Landschaft selber noch verantworten in der Region wahrnehmen wollen. Und dieses historische Inventar, das wir haben, zur Interpretation der gegenwärtigen Frage zu nutzen, ist unseres Erachtens eigentlich nur möglich, wenn wir mit Künstlern kooperieren. Denn das fordert eine sehr starke quasi Kreativität im Umgang mit dem Objekt. Die Steuerung der inhaltlichen Arbeit des Freilichtmuseums aus der Region funktioniert eine interessante Frage. Also wer kriegt eigentlich Einfluss auf die inhaltliche Agenda des Museums? Da würden wir gerne darüber nachdenken, dass Menschen in der Region vielleicht instand gesetzt werden sollten, zu sagen, man kann Jahresthemen planen und über diese Jahresthemen erfolgt auch ein Einfluss auf die inhaltliche Arbeit des Museums. Und es gibt vielleicht eine Struktur, die diese Einflussnahme aus der Region in die Einrichtung gewährleistet. Nicht umgekehrt, der zentrale Eindruck in der Kooperation mit den Heimatstädten und Dorfmuseen war, dass die Menschen, die diese Einrichtungen aufgebaut haben, eine Arbeitsebene brauchen, dass sie eine Förderung brauchen, jetzt gar nicht viel Geld, aber in erster Linie eine moralische Unterstützung und eine fachliche Begleitung. Und auch diese Beziehung gehört hier mit in diesen Bereichen uns sehr interessiert. Wir haben da zum Teil Vorbilder gesehen in anderen Regionen Deutschlands, im Landkreis Mittelsachsen zum Beispiel, wo auch kleine Dorfmuseen aufgrund einer eigens geschaffenen Kulturstruktur sich sehr, sehr wohlfühlen haben, weil sie nicht mehr sozusagen im eigenen Sachen kochen und nicht mehr für sich nur in ihr Dorf agieren, sondern sie wissen, sie sind Teil eines regionalen kulturellen Arbeitszusammenhangs. Das ist etwas sehr Schönes, wenn man sowas hat. Und wir würden gerne darüber nachdenken, das Museum in Stand zu setzen, dass es so eine Rolle auch spielen kann. Ja, zu sagen wäre dann auch, dass der Landkreis größer ist als nur die ländlichen Regionen hier an der polnischen Grenze. Das ist unseres Erachtens auch eine Frage, die können wir programmatisch nicht vollkommen ausweisen, aber die spielt schon eine Rolle. Wir haben ja Kommunen in der Nähe zu Berlin, die vollkommen andere Probleme haben als wir. Und es wäre mal eine interessante Frage, ob man das in die Programmatik auch einschalten kann, dass das Museum sich auch genau mit diesen Prozessen wenigstens mit Kontrasten beschäftigt, wo es sehr stark mit sehr hohen Siedlungsdruck gibt, auch einen sehr hohen Erdbegierungsdruck und so weiter. Also alles schon ganz Fragen, die vollkommen andere Schlüsse verlangen, aber auch das finden wir, wäre eine Frage, die wir mal beachten können. Sehr, sehr viele der Berlin-nahen Kommunen im Landkreis Merkur-Oderland sind ja auch, haben ja auch eine ländliche Geschichte, sind Dörfer gewesen oder Ackerbürgerstädte. Und da denken wir, wäre es gut, darüber nachzudenken, ob da sich ein Dialog aufbauen lässt, der genau diese verschiedene Art der Entwicklung eben auch aufbringt. Ja, das Freilichtmuseum oder Einrichtungen wie diese sind eben auch nicht nur in einem Landkreis zu finden oder in einem Dorf oder in einer Landschaft, sondern sie sind eben auch Teil, wenn man so will, eines europaweiten Netzwerkes. Hier wollen wir schon nochmal schauen, welche Kultur, man spricht gerne über Alleinstellungsmerkmale, das ist für mich nicht so ein interessanter Begriff, aber trotzdem, sagen wir mal, welche Rolle gibt sich so ein Museum eigentlich im Ensemble der vergleichbaren Einrichtungen, also Agrarmuseen, die es in Brandenburg, in Deutschland und in Europa gibt. Wir können das nicht sozusagen in so einem Umschlag detailliert feststellen, aber dass wir uns in Beziehung setzen zu diesem Feld, das scheint mir doch nötig zu sein. Und es gibt unseres Erachtens dabei ein gemeinsames Erkenntnisinteresse, das diese Einrichtungen von vornherein bestimmt hat. Es gibt die massiven Veränderungen im ländlichen Raum, die sie eigentlich seit 200 Jahren stattfinden und die vor einigen Jahrzehnten eben dazu geführt haben, dass solche Einrichtungen massiv aufgebaut worden sind, eigentlich um einen Verlust an ländlicher Kraft und ländlicher Autopolis irgendwie aufzuhalten und zu bewahren. Und ein Buch, das uns im Moment in diesem Zusammenhang sehr beschäftigt, von einem Holländer, Gerhard Mack, die Gott verschwand aus Lorbeer, der Untergang des Dorfes in Europa, kein, man kann nicht mal sagen, pessimistisches Buch, aber es ist
eine Fragestellung, was wird aus diesen ländlichen Räumen, deren ökonomische Basis in den letzten Jahrzehnten so radikal verändert hat, dass man, also dass einem schwindelig werden könnte. Und diese Fragestellung auch ganz klar zu bearbeiten und zu sagen, das verbindet uns mit den anderen und da haben wir ein gemeinsames Erkenntnisinteresse, das scheint uns wichtig zu sein. Und dazu gehört eben auch der Dialog mit den Verbänden und Körperschaften, die in Brandenburg, vielleicht auch in außerhalb Brandenburgs noch solche Fragen ohnehin bearbeiten. Nächster Punkt, Museumspädagogik, kulturelle Bildung. Die inhaltliche Arbeit des Museums ist ein Prozess. Die kulturelle Bildung, die Museumspädagogik sollte natürlich auch einmal sein. Das klingt ja erstmal trivial. Der Punkt ist nur, in Wirklichkeit ist das sehr, sehr schwer durchzusetzen. Denn es gibt manchmal Fördermittel, dann kann man Programme bauen, die man mit Schülern macht. Und dann sind diese Programme einmal auserkennt und dann führt man die so durch. Und es ist gar nicht so einfach, immer wieder dort Bewegung, Innovation hereinzubekommen, noch dazu, wenn man eigentlich zu prekär und zu schlecht ausgestattet ist. Und tatsächlich immer wieder an diese Fragen, die ich ebenso aufgemacht habe, dort einen Anschluss zu finden. Das geht vielleicht, wenn man eine dauerhafte Kooperation mit Schulen sucht und da sagt, wir nutzen diese Kooperation mit den Schulen jenseits von den üblichen Besuchen, die wir haben, durch die Schulen, die uns an Wandertagen besuchen oder an Projekttagen. Wir nutzen diese Kooperation mit den Schulen in der Region tatsächlich für eine gemeinsame Laborarbeit. Wir sind gerade im Gespräch mit einigen Schulen darüber, aber es ist sehr, sehr schwer, das in den Schulcurricula auch wirklich in Zukunft zu bringen. Wir werden das programmatisch trotzdem versuchen, dafür Rahmenbedingungen zu formulieren, die nötig sind, damit das funktioniert. Eine Idee noch dabei, Schüler führen das nicht durch das Museum. Man versucht viel in der Museumspädagogik heute, in der modernen Museumspädagogik, die Schüler besser anzusprechen durch moderne Medien, durch spielerische Elemente, sie zu interessieren für das, was man ihnen permittelt. Wir würden gerne mal ausprobieren, was passiert, wenn die Schüler die Inhalte des Museums selbst vermitteln sollen und man sich quasi die Gummibärchen spart, also den Anreiz, quasi ihnen das schmackhaft zu machen, sondern selber sagt, überlegt euch in kleinen Arbeitsgruppen, wie ihr die verschiedenen Bestandteile des Museums anderen präsentieren könnt. Ja. 4 Schüler nehmen sie das Fischerhaus, 5 Schüler nehmen die Schmiede, 5 Schüler nehmen den Bergstückhof und die anderen hier das Schloss. Und jetzt zeigt mal den anderen, was es jetzt hier in diesem Bereich ist. Das wäre eine sehr schöne Art der Anreize. Kulturtourismus, ganz klar, dass so eine Einrichtung, wenn sie denn Bestand hat oder wenn sie sich weiterentwickeln kann, hat eine Portalfunktion für die ganze Region. Das wollte ich auch vorhin mit meiner Hierarchie, die ich da angedeutet habe, in keiner Weise in Abrede stellen. Aber genau das ist eine interessante Frage. Wie kann so eine Einrichtung in eine ganze Region einführen? Welche diskursive Rolle kann sie dabei trotzdem noch im Stadt-Land-Dialog spielen? Dass man nicht nur sagt, die werden Besucher abgefertigt, sondern da wird auch mit dem Ballungszentrum selber auch ein Dialog geführt und das entlang von Veranstaltungen und Themen dieser Funktion. Botschaften im Marketing, so eine ganz wichtige Frage. Marketing ist, wird überall gemacht, alle versuchen irgendwie zu werben, Besucher ranzuholen, aber welche Botschaften sollen es eigentlich sein und welche Partner aufbauen und sich einbinden. Immer wieder die Frage, denken wir den Erfolg dieser Einrichtung von den Besucherzahlen her? Ich glaube, dass wir das in diesem Jahr nicht tun sollten, oder denken wir von den Zielen her auf bestimmte Besucher, die wir hier unbedingt haben wollen, die wir brauchen, damit diese Einrichtung geht. Ja, eine ganz interessante Frage, wir haben es ja in der öffentlichen, in der Wahrnehmung von außen, denken viele, schnell in den Freilichtmuseum als Handschirm an das Schloss und quasi den Kern Arbeit und Leben in diesem Raum. Von hier übersehen, aber das ist eigentlich ganz zentral und hier sind eben unseres Erachtens auch wirklich Schätze da. Oder wo hat aber eben auch in Wirklichkeit immer noch viele Handwerker, die aber ebenso einen sehr starken Transformationsprozess unterliegen, denken wir an die Bäckerei Altrand, die im letzten Jahr geschlossen hat. Eigentlich unbedingt ein Thema. Die Rolle des Handwerks für die regionale Entwicklung ist eine Sache, über die wir schon lange nachdenken. Früher ist sie unvergleichbar, welche Rolle spielt sie heute und den Spielraum zu schaffen, der sicherlich nicht vom ständigen Personal zu leisten ist, aber einen Spielraum zu schaffen, mit den Ressourcen der Region zu arbeiten, Design zu aktivieren. Wir haben einen mehrjährigen Dialog jetzt schon mit der Kunsthochschule Weiße See und dort den Designern über solche Fragen nachdenken und das, was hier an traditionellen Gewerken
diskutiert, ist in dieser Einrichtung das fruchtbar zu machen, für so ein Nachdenken, wie man traditionelles Handwerk fruchtbar machen kann oder für regionale Entwicklung nutzen kann. Das wäre eine sehr, sehr schöne Baustelle, die dem Ganzen auch eine aktive wirtschaftliche Reibung verschaffen würde. Und wir werden uns auch beschäftigen wollen. Ja, den Umgang mit der denkmalgeschützten Substanz. Wir sind keine Denkmalschützer, da sehen Sie noch ein schönes Foto hier aus dem Haus. Gut finden, Denkmalschutz ist auch ein Prozess. Und ich sagte vorhin schon, es geht um eine pragmatische Bestandsaufnahme, die wir in erster Linie auch im Gespräch mit Hanna Fischer und seinen Mitarbeitern selbst vornehmen wollen. Dabei wollen wir aber gerne auch programmatisch darüber nachdenken, wie ein verantwortungsvoller Umgang mit dieser Substanz in Zukunft gesichert werden kann und wie aber auch das, wie die Substanz in Wert gesetzt werden kann und wie man zeigen kann, was man an ihnen eigentlich wichtig findet. Wir wissen, dass früher anders gebaut wurde, aber wie ist eigentlich die Auseinandersetzung mit unserer heutigen Baukultur? Wo kann man die eigentlich finden? Wo findet die statt? Ja? Es gibt ja Handwerker, die wir auch gelernt haben und eigentlich genau diese Reibung immer suchen. Kann man das quasi beweglich machen, dass das Denkmal selbst auch zu einer Auseinandersetzung mit unserer heutigen Baukultur beiträgt? Dass man das sammelt. Ganz wichtiger Punkt. Ein Museum muss sammeln. Und alle die Vertreter der Heimatstufen und Dorfmuseen, die hier sind, die werden mir das bestätigen, dass sie nämlich gar nicht anders können. Sammeln ist wie eine Art Programmierung. Weil offenbar, wenn man solche Einrichtungen hat, sammelt man, ohne dass man noch großartig sozusagen den einzelnen Sammelakt reflektiert, sondern man tut das einfach. Ja? Wenn man möchte, die Dinge davor bewahren, dass sie vergehen, dass sie untergehen, dass sie weggeschmissen werden, man will sie zusammentragen, man will sammeln. Wir haben im Herbst darüber sogar ein sehr schönes Gedicht geschrieben, ja? Die Ode über die Sammelwut, und haben uns darüber Gedanken gemacht, warum sammelt man eigentlich? Das gehört zur Programmatik der Museen, aber auch hier drüber möchten wir gerne ins Gespräch kommen. Welches Mandat des Sammelns kann diese Einrichtung erlangen? Wir haben noch eine andere Einrichtung, in der gesammelt wird, im selben Stadtgebiet sozusagen, das Moderatorium. Wie sammeln die eigentlich? Wo ist die Schnittmenge? Müsste man hier nicht über eine funktionale Ausdifferenzierung nachdenken? Und welchen Spielraum soll das Freilich Museum zukünftig haben dafür? Wir wissen, jetzt stehen im Moment in verschiedenen Objekten stehen Sammelgut und nicht alle Objekte davon sind wirklich dafür geeignet. Es ist also eine Sache, die unbedingt diskutiert werden muss. Ja, damit bin ich sozusagen bei Konzeption beim letzten Punkt, damit man das Selbstverständnis nochmal thematisieren soll. Vor 20 Jahren kam dieser Begriff auch mit dem Erhalt. Bis dahin haben wir in Deutschland immer gesagt, Erhaltung. Erhaltung von etwas ist immer noch was Aktives. Und dann, ich glaube, es fing an mit dem Erhalt der biologischen Vielfalt, hat man auf einmal dieses Punkt weggelassen und meines Erachtens damit einen sehr statischen Umgang gefördert. Also mit Dingen, deren Verlust man befürchtet. Ja, also Erhalt ist irgendwie etwas, das muss einfach garantiert werden. Ja? Wir fordern den Erhalt des Freilichtmuseums als Land, der biologischen Vielfalt und so weiter. In diesem Sinne geht es hier nicht um den Erhalt, das würde ich gerne ganz offensichtlich so sagen, sondern es geht darum, die kulturpolitische Sprache zu entwickeln, die in der Lage ist, wirklich in einen offenen, mehrjährigen, ernsthaften Prozess zu gehen. Und das ist eigentlich eher eine neue Erfindung. Und das heißt, die Mitarbeiter und die Sachwalter des Freilichtmuseums müssen wirklich Vertrauen in diesen Prozess aufbringen, dass sie nicht die ganze Zeit das Gefühl haben, sie müssen alles, was sie sich erarbeitet haben, verteidigen. Diesen Respekt, den sind wir ihnen schuldig und wir hoffen, dass sie das auch erfahren werden. Aber es ist mehr als ein Erhalt und damit das funktionieren kann, müssen wir den inhaltlichen Prozess sehr eng miteinander verknüpfen, zumindest in diesem Jahr. Das heißt, möglichst oft mit einem Gespräch reden und immer sagen, wo ist eigentlich der Stand. Letzte Folie dazu, wird das Freilichtmuseum als Land am Ende noch den Freilichtmuseum tragen? Auf diese Frage werden wir stellen, wir gehen da vollkommen offen herein, aber wir denken, eine Programmatik sollte auch das Namensgebiet immer vergewissern. Das war der größte Teil, wir haben es bald geschafft, wir haben noch was sagen zu den trägerschaftlichen Fragen und zu betrieblichen Konzeptionen. Das ist erstmal eine ganz normale Bestandsaufnahme, mit der wir schon angefangen haben in einigen Gesprächen, nämlich die Frage, welche Partner sind denn bereit und in der Lage, Verantwortung für die Einrichtung zu übernehmen? Was können die im Einzelfall leisten? Welche Interessen verbinden die damit? Und das müssen wir versuchen zu überführen in ein
Prozess, in dem man sagt, okay, das ist quasi die Gemengelage, das sind die Fachmann, die aus sehr unterschiedlichen Gründen im Boot sitzen, und kann man das ordnen auf eine Weise, dass hinterher tatsächlich ein tragfähiges Modell dabei rauskommt, welche finanziellen und strukturellen Voraussetzungen haben die Partner eigentlich, wie kann man sie instand setzen, dass ihre Voraussetzungen so sind, dass sie das, was sie gerne tun würden, auch umsetzen können, und was hat das Ganze dann noch mit der kulturpolitischen Konstruktion zu tun. Nächste Frage ist nämlich sozusagen eine ganz prekäre, nämlich wie auch sinnvoll ist, den Gebäudebestand, Schloss, Bergschmidt, Schmiede, Fischhaus und so weiter, in verschiedene Felder zu machen. Das ist für einige Sachen wie, wir wollen das erstmal ganz offen betrachten, die Vor- und Nachteile einer geteilten Verantwortung. Geteilte Verantwortung kann dazu führen, dass es einen Verlust gibt an der gesamten Kraft. Es kann aber auch dazu führen, dass verschiedene Partner ihren eigenen Arbeitsgegenstand besser überblicken und gestärkt in so ein Netzwerk hineinarbeiten können. Und dieses funktionale Zusammenspiel sollte auch unserer Ansicht nach unbedingt gewährleistet bleiben. Aber es ist für uns eine interessante Frage, die wir nicht ausblenden können. Das gehört auch mit zum Auftrag. Nächster Punkt. Welche Modelle sind dann in dem Falle, wenn wir sagen, es sind verschiedene Partner, die in verschiedener Weise sich hier beteiligen? Es gab ja in den letzten 6, 7 Monaten auch recht viele Angebote, den Freilichtmuseum zu helfen, also auch von Körperschaften, von Unternehmen und so weiter. All diesen Sachen wollen wir gerne nochmal nachgehen und sagen, wie sieht denn euer Angebot aus? Und dann ist aber die Frage, welches Modell ist dann nachher geeignet, um diese verschiedenen Leistungen sehr heterogener Partner tatsächlich zu integrieren, mit einer gemeinsamen Intention. Diese Asymmetrie der Partner ist dabei sicherlich die wichtigste Stelle, die zu überschreiten ist. Und da gibt es die Frage, wie wird so ein Modell konkret gesteuert? Wie viel Zeit braucht man eigentlich, um nachher zu sagen, okay, das müssen wir üben, dass so ein Modell gesteuert wird? Und wir können uns das in 2 Jahren auch gleich nochmal angucken und verändern. Nächster Punkt. Jetzt habe ich das nochmal grundsätzlich, diese beiden, wenn man so will, die beiden Extreme so einer Museumsorganisation nochmal versucht darzustellen. Das wäre sozusagen ein klassisches Museum, das ruht auf Säulen und auf Bausteinen wie ein Gebäude. Ganz fest. Wir haben also eine Marketingabteilung, wir haben eine, die sich mit Handwerk und Design beschäftigt, wir haben eine, die Weltorganisation macht, ja. Wir haben angestellte Museumspädagogen und wir haben natürlich einen ganz wichtigen Bereich an Leuten, die wissenschaftliche, künstlerische Arbeit machen, die sammeln, die dokumentieren, inhaltliche Fachveranstaltungen machen. Und wir haben natürlich einen Personalbestand, der laufenden Pflegeöffnungszeiten gehalten und so weiter, alles ja. So, und das Ganze mit einer Leitung verbinden. So ist eigentlich ein klassisches Museum aufgebaut. Diese Aussicht haben wir nicht, das will ich ganz klar so sagen. Also, so war das Museum in den ganzen letzten Jahren nicht ausgestattet und wir müssen den Personalbestand vervielfachen, um hier hinzukommen. Deswegen meine nächste Folie. Die Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen, und das ist jetzt hier total schematisch, das wird am Ende so nicht ausgehen, nur, dass Sie sich vielleicht ein bisschen vorstellen können, ist es möglich, einzelne Bereiche selbstständig und flexibel in so ein Netzwerk einzubinden, dass man sagt, wir haben einen Akteur, der organisiert Events hier. Das muss das Museum selbst sein und wir haben es machen. Das können andere machen im Dorf. Ja? Wie also die Erntefeste organisieren, die sozusagen die großen öffentlichen Veranstaltungen organisieren, Weihnachtsmärkte und so weiter. Wir haben vielleicht einen Partner, der die Vermarktung, die kulturpolitische Vermarktung übernimmt. Wir haben vielleicht einen Partner, der sich in dieser Frage Handwerk und Design beschäftigt und sagt, das ist etwas, was für uns total rational ist, dass wir diese Baustelle betreten und spielen in der nächsten Zeit. Und wir haben vielleicht jemanden, der Museumspädagogik macht. Und dann hätten wir quasi ein Kerngeschäft, dass es da quasi die inhaltliche Museumsarbeit mit Wissenschaft und Kunst. Ein starkes Management, das in der Lage ist, diese Bereiche auch zusammenzubinden. Und damit aber dieses Management aus der Region, wie ich vorhin sagte, steuerbar ist, braucht man irgendwie Gremium in der Region. Ich habe es ja mal vorher Bayern genannt, aber das ist sozusagen alles vollkommen offen. Aber so brauchen wir eigentlich eine Gruppe an Akteuren, die sagen, okay, die Bilder wird von uns begleitet und das kriegt von uns auch vorher. Wie gesagt, das ist total abstrakt noch. Aber nur, dass wir diese beiden Unterschiede von Organisationsmodellen noch vor Augen haben. Nächster Punkt, ja, zur betrieblichen Konzeption will ich jetzt nicht so viel sagen, sondern es gibt ja schon mal ein betriebswirtschaftliches Gutachten der ganzen Kultur GmbH, auf das wir nochmal zurückgehen können. Und
auch dieses Gespräch in pragmatischer Weise werden wir nochmal suchen, welcher Veränderungsbedarf sich daraus ergibt, welche langfristigen Entwicklungen eigentlich zu erwarten sind, dass wir nicht wieder eine Kostenfalle bauen, sondern sagen, okay, das und das, wenn sich das gut entwickelt, dann wird das möglicherweise sogar einen steigenden Kostenbedarf haben. Wie ist denn der zurecht? Wie muss man im Zweifelsfall an den kulturpolitischen Wünschen, die man am Anfang gemeinsam formuliert hat, auch dann wieder Abstriche machen? Das ist etwas, was wir so transparent wie möglich so bearbeiten wollen, dass alle hinterher wissen, wie wir an diesen Punkt gekommen sind. Insofern ist es auch durchaus erstmal nachvollziehbar, dass wir nicht mit ganz klaren Finanzierungsgrößen in das Land gehen, das wird uns zeigen, wer am Ende welchen Bedarf hat. Und nächster Punkt noch. Ja, das ist eigentlich für uns eine sehr wichtige Frage, der Spielraum für die kreative Entwicklung dieses Arbeitszusammenhangs gesichert wird. Das wäre eigentlich die große Chance, die Frau Völkers angedeutet hat. Wenn wir in diesem Jahr erfolgreich arbeiten, könnten wir mit dem Projekt Heimatwerk schließen, dass wir parallel erst konzipieren und wo wir jetzt quasi mit dem Notfall treten, hinterher mehrere Jahre eigentlich sagen, okay, jetzt lass uns das mit Leben erfüllen, lass uns versuchen, diese Transformation tatsächlich durch gezielte Projekte und Veranstaltungen zu unterwenden. Und auch diese Steuerungsmodelle zu erproben. Und das ist ein Ergebnis, das Fotomontage, die Lars Fischer gemacht hat in der Nacharbeit zu unserer Sommerschule mit der Heimatschule. Und dort sehen wir den ganzen Raum und da sehen Sie, dass man einfach Heimat quasi für eine offene Perspektive ermöglicht, was alles aus der Vergangenheit noch an Dingen fragen, die diese Perspektive nicht bestimmt. Und dass wir trotzdem uns, wenn wir von Heimat sprechen, auf den Weg machen, um was Offenes zu gehen, nicht was tatsächlich zugestellt ist, quasi mit alten Dingen, sondern dass wir diese alten Dinge nutzen können, mit ihnen spielen können, sie befragen können, auf das, was sie uns zu sagen haben. Und natürlich ist zu beachten, dass der Spielraum für diese kreative Entwicklung, dass der bereits jetzt konzeptionell zu bedenken ist, wie Frau Völkers andeutete, weil sich die Institute nach einigen Jahren ja zurückziehen muss. Zu den Arbeitsstrukturen. Es wird also neben uns eine Steuerungsgruppe geben, mit der wir einmal in Monat tagen und wo wir immer versuchen wollen, Entscheidungen vorzulegen, die dann auch uns einen Schritt weiterbringen. Das setzt uns unter einen sehr hohen Frequenzdruck. Und es gibt den Sonderausschuss des Kreistages, der quasi das politisch verdauen muss, was wir denen jeweils vorlegen und ein Bild davon machen muss, durch die Teilhabe an dem ganzen Prozess, ob er am Ende den Kreistag dieser Punkt hier nochmal, das ist ein schönes Schema, aber ich habe mal versucht, um deutlich zu machen, dass wir nicht nach vielen Monaten mit einem Produkt ankommen und sagen, hier ist die Konzeption, jetzt müsst ihr die halt entweder so nehmen, wie sie ist, oder ihr lasst es eben, sondern wir werden versuchen, zu jeder Sitzung der Steuerungsgruppe Alternativen zu produzieren. Das heißt, Expertisen zu machen, wo wir sagen, wir haben uns jetzt diesen oder jenen Themenbereich angeguckt. Das legen wir euch jetzt vor und jetzt müsst ihr sagen, sollen wir nach links oder nach rechts abbiegen. Wir werden natürlich selber auch Empfehlungen aussprechen, aber manchmal werden wir das auch einfach nicht wissen. Und das ist die zentrale Funktion der Steuerungsgruppe, dass sie alle 4-5 Wochen sich hinsetzt und sagt, okay, hier gibt es quasi die Notwendigkeit abzubiegen, links oder rechts, und wir entscheiden uns jetzt, wir gehen links ab, aus dem wir gehen können. Das wird von uns alles dokumentiert und so transparent wie möglich gemacht, damit wir am Ende auch wissen, wie wir da hinkommen und wo wir hinkommen. Nächste Folie. Ja, das ist mal ein ganz grobes Schema. Januar bis September, was dort alles da runtergeknallt ist, die gehen in der Zeitplanung nicht zum Besten, denn die Fragen, die uns beschäftigen werden, die habe ich ja angedeutet. Aber Sie sehen, wir legen zum Herbst einen Entwurf einer Konzeption vor. Der wird nochmal überarbeitet und im späteren Herbst an den Kreistag vorgelegt. Und wir haben die Pilotphase der Heimatwerkstätte. Und da kommen die beiden Punkte zusammen. Wir möchten nämlich gerne am 25. September diesen Jahres eine Ausstellung hier präsentieren, die zum Ausdruck bringt, was eigentlich mit dieser ganzen Konzeption gemeint ist. Ich finde, das ist eine sehr schöne Gelegenheit, die wir mit sehr vielen Partnern auch versuchen wollen zu stemmen. Das heißt, dass man nicht hinterher nur Worte hat, ein Konzept, Entscheidungen, sondern dass wir selber eine Ausstellung präsentieren können, in der die Fragen, die uns beschäftigen, angedeutet haben, auch bereits Gestalt angenommen haben. Und da möchte ich Sie bereits jetzt alle herzlich einladen. Es wird ein Experimentierraum sein. Es
wird sicherlich auch eine Ausstellung sein, die nicht mit allzu hohen Produktionskosten gemacht wird, weil sie eher auf Spontanität setzen soll und auch einen gewissen Witz im Umgang mit den Fragen, die wir hier folgen wollen. Wir wollen auch verschiedene Partner einladen, was zu dieser Ausstellung beizutragen. Das heißt, wir werden am Ende vielleicht gar nicht so viel Arbeit investieren, dass das alles unbedingt ein gemeinsames Design oder Layout hat. Wichtiger ist, dass alle ungefähr dieselben Fragen im Blick haben und dass das für die Leute, die die Ausstellung besuchen, auch erkennbar ist. Ja, und wenn das alles gelingt, dann treten wir im nächsten Jahr hoffentlich in so eine Phase ein, wenn in den Heimatwerkstätten und in der das Freilichtmuseum als Rand und, oder das, was aus ihm geworden ist, nicht mehr nur für sich allein steht, sondern hineinarbeiten kann und geschweißt wird aus einem regionalen Kulturnetzwerk, das quasi in diesem Netzwerk eine Schlüsselrolle spielt und quasi viele kleine Partner dann auch ermutigen kann, sich einzubringen in dem, was sie tun. Denn das, was die einzelnen Akteure tun, das hat sozusagen erstmal seine Werte an sich. Die meisten tun es aus freien Stücken. Ehrenamtler, Freiberufler, die Leute, die sich ein Mandat für irgendwas erkämpft haben. Und das ist die Energie, die wir unbedingt aufgreifen wollen. Und mit dem Blick auf ja, den Wohl, der hier Landwirt ist, seit vielen Jahrzehnten in, als Land, und immer noch die Unterhalt des Museums Rhein-Morgen Land bewirtschaftet. Und eigentlich die als, als ein Mensch die gesamte Landwirtschaftsgeschichte der letzten Jahrzehnte in dieser Landschaft am eigenen Leib erfahren hat und auch repräsentiert. Und solche Geschichten, denke ich, sind wir alle sehr interessiert. Ja, in diesem Blick auf diesen Landwirt möchte ich Ihre Aufmerksamkeit danken. Ich hoffe, dass wir Ihnen dann vielleicht auch mal von vorne sehen. Und jetzt wäre Zeit für Ihre Fragen. Ich würde Frau Fischer bitten, noch nach vorne zu kommen. Und ja, ich finde es eigentlich auch ganz gut, wenn Herr Schmidt und Frau Völkers auch mit Fragen beantworten. Denn wir haben Ihnen ja jetzt erstmal relativ lang und breit ausgeweist, wie wir die Sache verstehen. Und jetzt sind Sie dran. Ja, bitte. Anregung, Bemerkung. Also die offene Runde ist quasi auch so angelegt, dass wir natürlich auch darauf angewiesen sind, quasi Fragen zu beschreiten, die Sie uns anbieten. Also wir können quasi auch nur reagieren, wenn jemand sozusagen eine Reaktion erwartet. Und ansonsten haben wir keine andere Wahl, als selbst eine Frage zu stellen. Da wäre es eigentlich auch schöner, wenn wir dort auch ein paar Ruhe- und Haltepunkte hätten. Herr Malwitz. Vorgestellt, sondern eigentlich ein Konzeptionsprozess, also was wir, wie wir bestimmte Fragen bearbeiten wollen. Aber der bestimmende Eindruck des letzten Jahres, als wir unterwegs waren in Oderbruch von Friedrichsaue und Wollo bis hoch nach Hohensaaten, war der, dass es sehr viele sehr rührige Akteure, was wir ja eigentlich alle wissen, aber im letzten Jahr war das nochmal so ganz stark, mit wie wenig zum Teil einzelnen Akteuren geholfen wäre, wenn sie etwas mehr fachlichen Beistand, Unterstützung und eine Dialogebene erhalten würden, auf der sie sich miteinander austauschen können. Und natürlich haben wir fast alle ein großes Nachwuchsproblem. Und auch das ist etwas, das wir durch diese Interventionen eigentlich versuchen wollen, aufzubrechen, dass wir vielleicht neue Akteure mit hineinnehmen in den Prozess, die sagen, ja gut, Heimatstube fand ich vielleicht früher langweilig, aber ist doch eigentlich ganz interessant. Und das geht aber, denke ich, nur über so eine Öffnung und über so ein Netzwerk. Da ist das eigentlich gereift. Ich stelle mir mal kurz vor, ich bin in meiner Geschichte des Netzwerks Kulturtourismus und werde auch den Kulturtourismus sehr über die hier formulierten Fragen und auch über die Verantwortung, die wir hier in den Prozess sehen, die Fragen weiterzudenken. Und über das sehr genau, dass wir gerade diese
Sache mit den Fahrradschuhen. Wir haben im letzten Jahr die Kultur erstellt, wenn da uns wäre das auch oft gesehen, dass die allein das sie oft sind, und aber wie wichtig diese Orte sind, und ich finde es sehr, sehr gut, was wir da angeschoben haben, und möchte einfach die Bereitschaft, die uns jetzt da ist, das wäre ja quasi unterfällt, aber es ist oft nicht so als Einfeld zu sehen, weil es dann nicht mehr schießt. Aber unsere Arbeit ist dann so, dass wir wirklich immer die positive Akteure aufnehmen und dort versuchen, die Sachen mit zu fragen, wenn es gewünscht ist, und in der Weise anzusprechen. Da ist auch ganz deutlich, dass sich die Heimatstudien Dortmund natürlich auch als touristische Destinationen auch verstehen. Es ist manchmal nicht ganz einfach, weil wir ja keine ständigen Öffnungszeiten gewährleisten können. Das heißt, man muss oftmals irgendwo anrufen und sagen, ich will das sehen. Aber dazu sind die sehr, sehr gerne bereit. Und der Humus war für uns eben so beeindruckend. Es ist für uns immer der beste Gradmesser. Wenn wir Sommerschulen machen mit Studierenden aus Graswalde, aus Osnabrück, Dresden, wo ja auch immer, und hinterher denen, mit denen wir gearbeitet haben, das präsentieren wollen, ob die selber dann kommen oder nicht. Und die Heimatstudien sind eben, also bis auf einen, der hat eine Stadtverordnungssitzung, ansonsten sind die eben alle gekommen und haben noch Leute mitgebracht. Das heißt, die Bereitschaft, unbezahlt quasi was dort hineinzugeben, zu sagen, ich interessiere mich dafür, die ist eben sehr hoch. Und das, denke ich, das darf man weder verbrauchen, diese Energie, noch darf man sie eben brach liegen lassen. Frage in Auftrag des Altrachtreichsrundfeins. Die Konzepte gehen ja dann dahin, Träger zu finden, die ja quasi 2015 mit grünen Ideen befleißen, um dann eventuell ab 2016 dieses, wie auch immer, dann Konstrukt übernehmen werden. Welche Anforderungen werden dann 2015 beispielsweise an die Ideenwelt des Museums selbst gestellt? Da muss ich sagen, wird eigentlich sogar mal überhaupt nicht darüber gesprochen, was wird denn eigentlich 2015, die Art der Interviews oder Visionen erstellt wurden, die bis 2025 gingen, im Museum selbst, also dieser Termin 2015, meines Erachtens geistig überhaupt nicht erfasst. Das heißt also, man arbeitet auch nicht den Jahresplan anzieht, so wie immer, auch bei Schmidt halt sagt, so nicht weiter. Und ja, das ist der 31.12., bei der anderen Tuschke wisst ihr, dann geht es in Rente. Da muss ich sicherlich mit dem Thema nicht mehr so völlig befassen. Also die Frage ist, welche Anforderungen werden denn an die Ideenwelt des Museums gestellt? Der Fakt ist, weiß, dass also das Museum selbst auch überhaupt noch keine Anstalt macht, vielleicht mit jemandem hier im Dorf zu reden über die Dinge. Ja, also zwar mal sagen, Zeiten haben, wo ihr euch vielleicht einbringen möchtet, aber es wird überhaupt nicht darauf hingearbeitet, was steht, wer könnte denn und welche Ideen sind zusammen, kann man dann gemeinsam mit einbringen. Das würde mich schon interessieren. Wir haben nächste Woche eine gemeinsame Sitzung mit dem ganzen Team oder das Team mit uns, wie man das sagen will. Und da werden wir uns darauf verständigen, wie wir das ineinander verschränken. Mehr möchte ich eigentlich dazu jetzt nicht sagen, weil uns das total überfordern würde. Ich glaube, beide Seiten würde das überfordern. Wenn wir jetzt in den laufenden Betrieb hineinhageln und umgekehrt der laufende Betrieb quasi sich geltend machen würde gegen diesen Neukonzeptionsprozess, ich glaube, wir würden uns da zerfleischen. Aber wir werden uns natürlich mit der Technik darauf verständigen, wie das funktionieren kann. Und vielleicht ist auch die laufende Praxis dieses Jahres eine schöne Lernmenge, über die man nochmal gemeinsam sprechen kann. Ich stelle mich mal nach vorne, damit ich Sie auch sehe. Ja, Susanne Köstin, Geschäftsführerin des Brandenburgischen Museumsverbandes. Erstmal begrüße ich es sehr, dass dieses Projekt und dieser Prozess hier jetzt angegangen wird. Es ist aus meiner Sicht eine riesige Chance für die Region, für
die Menschen in der Region, für die Museen in der Region und nicht zuletzt und ganz besonders natürlich für Altrand. Wir hier keine langen Reden dazu halten, wir unterstützen das sehr. Auch die Herangehensweise halten wir für modellhaft, wegweisend, auch für andere Regionen in Brandenburg oder in anderen Teilen Deutschlands. Also eine unheimlich spannende Sache und dass so viele heute hergekommen sind, ist für mich ein super Zeichen dafür, dass auch wirklich viele sich beteiligen werden und sich einbringen werden. Ich habe jetzt mal eine konkrete Frage und dann hätte ich auch nochmal vielleicht so einen Wunsch, der aber eigentlich bei Ihnen auch schon, glaube ich, vielleicht gut aufgehoben ist, schon von vornherein. Also vielleicht erst der Wunsch und zwar, ich finde es sehr wichtig, dass in einem solchen Prozess, wo alle Wünsche, Interessen oder auch Kontroversen tatsächlich dann verhandelt werden, dass in einem solchen Prozess die Beteiligten auch mitgenommen werden und kompetent gemacht werden. Das heißt konkret, dass wir uns auch mal anschauen und dass vielleicht Leute einladen oder dass man irgendwo hinfährt, wo man sich verschiedene Modelle anschaut, wie Museum als Prozess gedacht werden kann, als partizipativer Prozess. Oder auch, wo man sich anschaut, welche Trägerschaftsmodelle werden andernorts denn erprobt. Ich kann nur kurz sagen, das ist ein ganz, ganz heißes und aktuelles Thema für Museen im ländlichen Raum, wo gerade auch in anderen Bundesländern dran gearbeitet und sogar nachgedacht wird. Und ich finde es wichtig, dass man sich das auch mal konkret anschaut. Denn sonst redet man manchmal so von Vorstellungen, weiß nicht ganz genau, aber Beispiele sind wichtig, auch konkrete Beispiele, tatsächlich sich damit mal auseinandersetzen. Sie sagten, dieses Buch von dem Holländer, das klingt spannend. Kann der mal herkommen? Kann man mal eine Lesung oder kann man das mal, also dass man auch wirklich das lernt, dass man das auch wirklich, dass man sich selber kompetent macht in einem solchen Prozess für alle. Das finde ich daran sehr wichtig und ich würde mir wünschen, dass Sie das irgendwie aufnehmen könnten und mit einbringen könnten, über die Ebene der Verhandlung hier mit allen Akteurinnen und Akteuren hinaus sowas mit reinzuholen. Und eine Frage wäre dann die Steuerungsgruppe. Ich fände es schon interessant, wie die aufgestellt ist. Sie haben sich sicherlich darüber Gedanken gemacht, vielleicht sind Sie aber auch noch nicht ganz so weit, vielleicht haben Sie es aber schon. Wie denken Sie darüber nach? Denn das ist ja ein ganz wichtiges Gremium, das tatsächlich die Richtung des Prozesses immer wieder mitentscheiden wird. Und insofern denke ich, ist es für alle von Interesse, wie Sie genau dieses Gremium sich gedacht haben und konzipieren möchten. Das geht von mir erstmal. Also unsere Unterstützung haben Sie. Ich finde es toll. Also zum Ersten kann ich sagen, das haben wir uns natürlich vorgenommen, so eine Lernmenge uns zu schaffen und die auch hinein, hier hinein zu vermitteln. Und das werden wir auch tun. Es gibt nur ein Problem dabei und das ist, wir haben wirklich nicht mehr viel Zeit. Also die Nervosität bei uns in den letzten Wochen war wirklich hoch, weil jede mit jedem verstrichenen Tag rückt quasi dieser Herbst näher. Das heißt, wir werden uns dort nicht lange aufhalten können. Wir werden uns ein paar Sachen angucken und vielleicht auch den einen oder anderen Referenten mal einladen, damit man sich auch einstellen kann. Also auch diese benannte Lärmmenge, das ist ein, ja, gut. Also diesen Wunsch werden wir so gut es geht entsprechen, kann ich nur sagen. Die Steuerungsgruppe besteht jetzt aus 8. Da ist sozusagen der Landrat und der Landkreis vertreten. Das sind Vertreter des zeitweiligen Ausschusses des Kreistages zur Begleitung dieses Prozesses vertreten. Es ist die Kultur GmbH vertreten. Es ist vertreten darüber hinaus der ATV, also der Heimatverein hier aus dem Ort. Und das Team sozusagen eingebunden. Und auf der anderen Seite sind wir letztendlich dabei als Bearbeiter. Und hinzu kommt auch jeder Partner, den wir noch einbinden werden, also zusätzlich quasi der betriebswirtschaftlichen Bearbeitung, die werden auch mit am Tisch sitzen. Und die Kulturstiftung des Bundes und... genau, das sind... Also die Förderer sitzen daneben. Ich bin Burkhard Esser, ich bin Mitglied des Kreistages und sehe also auch dieses Zeitproblem, was Sie gerade angesprochen haben, dass wir ja am Ende des Jahres hier einen Beschluss dann zu fassen haben, wieder mal.
möchte zunächst mal sagen, dass ich sehr froh bin darüber, dass das in solcher Vielfalt hier heute zustande gekommen ist. Das war eigentlich immer der Wunsch unserer Fraktion. Wir haben uns dann gebeugt dem, dass gesagt wurde, ja, aber wir können nur einen Sonderausschuss bilden. Und wir sind der Meinung, der Sonderausschuss hat natürlich nur eine begrenzte Sichtweise wie der Kreistag insgesamt. Und unser Bestreben war immer zu sagen, ja, es muss viel mehr Kompetenz in diesem Raum. Und das scheint mir heute mindestens der Anfang dafür zu sein, dass so viel positive Energie und Kompetenz hier im Raum ist. Dafür bin ich sehr dankbar und habe große Hoffnung, dass trotz des Zeitproblems wir hier einiges zustande bringen können. Das ist einfach nur ein Statement und eine Hoffnung und ja, ein Frohsein darüber, dass dieser Prozess in dieser Form zustande gekommen ist. Danke. Ja. Ich bin die Bürgerin von Heidram und Mitglied im Bürgerverein Freiwilligenunion Heidram. Erstmal möchte ich positiv anmerken, dass ich überrascht bin und mich auch erfreut, dass man sich von Frauenverhalten mal ein Konzept bearbeitet hat, über die Diskrimination, wenn es ein sozialer Moment gibt, der Freiwilligenunion Heidram. Was ich sehr betraurig finde, ist, dass man seit über 3 Jahren über die Situation Bescheid weiß und diese Kategorie an den Landkreis, und man nicht um das Freiwilligenunion und das Frauenvereinigung. Naja, darum mal, ja, das Datenkonzeption, die ich mal gelesen bekommen habe, nicht bei der Friedensbewegung interessiert hat, auch nicht interessiert hat. Und so ist es kurz die Akteure eines solchen Aktionismusprojekts, das man das Jahresende an tragfähigen Verkehrs erwartet. Das finde ich doch sehr bedenklich. Können wir jetzt nicht weiter kommentieren? Ich kann nur sagen, aber mal rein systemisch gesehen, es ist auch manchmal, also das kriegen wir übrigens auch in anderen Prozessen im ländlichen Raum hier, Kindergarten schließen und Schulschließen und so weiter. Es gibt eben manchmal solche Punkte, von denen man Menschen hier so vollkommen überwiegen die Unlust, wie wir dem Thema zu befassen. Das kann man jetzt auch hier beobachten. Keine Seltenheit. Aber was ist eine Seltenheit, dass jemand das überhaupt? In Brandenburg zu behalten. Ja, wir müssten ja mal darüber ein paar Dinge sagen. Jetzt erstmal, Rupert Spielzeug hat ja so einen kleinen Touch gehabt, wenn ich sagen Touch, kann man so nicht sagen, aber einen kleinen Anflug. Ein Kreistagsabgeordneter hat eine riesen Bandbreite von Entscheidungen zu fällen. 80% der Bürger in unserem Landkreis wissen gar nicht, welche Aufgaben so ein Landkreis auch hat. Das muss nicht sein, ich muss ja nicht als Oberlehrer auftreten, aber ich möchte mal ein paar Dinge ansprechen. ÖPNV, ärztliche Versorgung im ländlichen Raum, Krankenhaus, Schule, Schulentwicklungsplanung und. Und dieser Kreistag hat, und jetzt kommt mein Ball zurück, an den Fördervereinen und an die Museen. Dieser Kreistag hat immer die notwendigen Mittel für die Kultur bereitgestellt. Punkt. Und der Kreistag kann nicht in seinen Gremien, wir sind ein Selbstverwaltungsorgan, die Facharbeit leisten. Er hat vielleicht jemanden, der besonders kulturaffin ist und der sich einsetzt. Ich kann Ihnen jetzt die Liste der Querulanten bei uns benennen. Aber damit sehen Sie, sagen wir mal, da sind wir auch rein in der Systematik überfordert. Und ich wehre mich auch dagegen zu sagen, sagt uns mal, was ihr zu machen habt. Die Frage haben wir überhaupt nicht zu beantworten, sondern ich sage mal so, ich spiele mal den Ball zurück. Wir haben euch die Mittel gegeben und ihr konntet dafür was tun.
Und der Kreistag ist in den Konflikt und deshalb ist dieser Konflikt so hochgebrandet, dass wir zum Beispiel, ich nenne mal so einen Punkt, ich will hier niemanden gegeneinander ausspielen. Wir haben die Teergedenkstätte, wir haben die kunstlose Tage, wir haben andere Aktionen, wo wir mehr als begrenzt in der freien Kulturförderung agieren. Wir reden auf der einen Seite von 2 Millionen und auf den anderen, wenn ich noch die Sparkassenstiftung zunehme, sind es marginal mehrere tausend Euro. Und das ist der Druck, den wir haben. Und wir sagen, wir haben jetzt hier auch, die Region wird von sich, von unten heraus auch wieder attraktiver. Wir müssen dies begleiten, wir brauchen die Neukonzeption. Das ist einfach der Ansatz, das ist der Auftrag. Und mehr hat auch ein Kreistag nicht zu leisten. Ich sag's mal, in aller Höhe. Mehr haben wir auch nicht zu gestalten. Und dann kommen natürlich die üblichen Interessenträger, die natürlich alle nette Briefe schreiben. Wir haben nachher den gesamten Stapel, den hat jeder Abgeordnete. Sie sehen gerade, ich spreche gerade eine Lanze für meine Abgeordneten. Unvereinbaren kommen da ein Parlamentarismus. Wir haben dann die 500 Briefe und wir haben jetzt am Ende gesagt, okay, wir wollen einen Entwurf haben, wie es weitergeht. Nicht mehr und nicht weniger. Und wir wollen natürlich auch bestimmte Stärken wieder stärken. Da möchte ich nochmal einen wichtigen Punkt sagen. Wenn wir immer so von Demografie reden, dann müssen wir doch darüber reden, dass die Jugend diese Region verlassen hat. Junge, kreative Leute, wir bilden sie aus in unseren Oberschulen. Und wir sind dann immer stolz, wenn wir in der Zeitung lesen, was unsere Töchter und Söhne irgendwo in der weiten Welt anrichten und wie berühmt sie werden. Viele wollen wieder zurückkommen. Viele wollen ihre neuen Erfahrungen bei uns einbringen. Und viele werden auch wieder in der Region nach oben arbeiten und werden uns weiter interessant machen. Und das ist eigentlich unser neuer Ansatz und unser neuer Konzept. Und der andere Punkt, der kann nicht funktionieren. Sagt mir mal, was wir zu machen haben. Und dann kann natürlich, und da bin ich ganz beim Traditionsverein, ich sage es mal ganz klar, sondern die Frage ist, was machen wir hier mit den Mitteln und was, wie setzen wir es ein? Und dafür sind auch natürlich dann die Einrichtungen und die Einrichtungsleiter gefordert. Und ich, der Kreis hat auch geordnet. Herr Wieland, einmal für einen Moment sagen. Frage an den Landtag. Der Landtag hat ja am Anfang aufgezählt, welche Aufgaben der Kreis finanzieren muss. Und da war ich erstaunt zu hören, die Gedenkstätte Seeloer Höhe. Wenn das so ist, wie ich jetzt vermute, dass der Landkreis dort auch finanziell aktiv sein muss in diesem Objekt, dann staune ich. Ich denke mal, die Seeloer Höhe, das ist eine klare Aufgabe des Bundes. Das ist eine Gedenkstätte des Roten Weltkrieges und den hat nicht der Landkreis begonnen, sondern Deutschland begonnen. Und da würde ich auch gerne mal eine nähere Auskunft haben. Ja, also ich werde jetzt mit Ihnen nicht über die Wirkung der deutschen Geschichte diskutieren, aber ich kann mit Ihnen über die Wirkung der deutschen Kulturpolitik und der Gedenkstättenpolitik diskutieren. Wir haben uns immer sehr stark bemüht, dass wir diese Gedenkstätte in einen anderen wirtschaftlichen Zusammenhang einbinden. Die Bemühungen sind immer abgelehnt worden. Wir sind Träger dieser Gedenkstätte. Wir haben die Ausstellung konzipiert, wir bezahlen das Personal. All diese Dinge bezahlt der Landkreis. Und da ist genau die gleiche Frage, jetzt komme ich wieder zu den Kreistagsabgeordneten. Nie haben wir diese Gedenkstätte in Frage gestellt. Und gerade die Ereignisse, die wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten in der Ukraine erlebt haben, die Frage der Gedenkkultur und die Ungeschicklichkeiten in Osteuropa, wir erleben ja den Wahnsinn, niemand hätte dies vor 20 Jahren gedacht, als wir die Debatte um die Gedenkstätte hatten. Wir waren als der Altkreis Seeloer sich klar dazu benannt, und das war damals auch keine einfache Zeit. Niemand hätte gedacht, dass diese Frage wieder so wichtig wird und dass sie so brisant wird. Aber die anderen Dinge, das hilft ja auch nicht weiter. Wir haben die diesbezüglichen Absagen, wir haben Unterstützung in Projekten, aber im Endeffekt fragen wir dort die Hauptlast. Wir fragen auch die Hauptlast bei Walter Rathenau. Wir können darüber ja auch reden, ein relativ schwieriges Thema, gerade für viele junge Menschen, da sind wir ja auch bei einem Kernproblem, dass viele der Einrichtungen, die wir haben, auch das
Rechthaus in UCO. Viele der Einrichtungen, die wir haben, werden von einem, sage ich mal, zunehmend älter werdenden Publikum benutzt. Und Schulen fallen, sag ich mal, etwas salopp unsanft aus. Werden immer weniger junge Menschen herangeführt an diese Themen. Und die Themen sind wieder ganz interessant, wenn ich zum Beispiel an den Vertrag von Raffalo denke, eine ganz klassische Frage 1919 in der deutschen Außenpolitik, wie halte ich es mit Russland und mit Polen, war ja die Ursache, die haben wir heute wieder. Und die Jugend fällt aus, Lehrerschaft fällt aus, die sich sozusagen diesen Fragen stellt und diese vorhält. Und die Kreisverordneten, die haben am Ende dann nachher die Entscheidungen zu fällen. Und wenn wir dann auch mal über eine inhaltliche Diskussion zu irgendwelchen unliebsamen Entscheidungen fällen, dann melden sich natürlich eine Menge von Leuten, die uns erklären, wie es besser geht. Ich würde mich sehr freuen, wenn die in den vorherigen Jahren konzeptionell und auch von Mahmoud Haut und Hahn an unseren der Gestaltung unserer Einrichtung beteiligen. Also, nochmal ganz kurz, wir finanzieren diese Dinge selber, wir müssen sie weiter selber finanzieren, denn wenn vor uns die Aufgabe steht, die Gedenkstätte zum Beispiel Seelower Höhe zu schließen oder nicht, dann gibt es dazu einen klaren politischen Auftrag zum Kreis, dass wir sagen, wir erhalten diese Gedenkstätte, wir pflegen Gedächtniskultur an das Ende dieses Krieges. Und wenn es kein anderer machen will, tja, dann bleibt der Feld bei uns. Aber wenn andere willkommen sind und mitziehen wollen, dann steht jede Tür offen. Also wir haben noch nie jemanden abgelehnt, aber so viele sind es nicht gekommen. Ja, mein Name ist Hanni Spiegel. Ich wollte mal was zu der ganzen Sache aus. Ich komme aus Detmold in Westfalen, etwas weiter weg. Bin hier als Vorstandsmitglied vom Arbeitskreis für Hausforschung. Das ist ein Verein, der sich um die wissenschaftliche Erforschung, durchaus auch Bewahrung von ländlicher und kleinstädtischer oder ländlicher und städtischer historischer Baukultur bemüht. Im Mittelpunkt stehen Wohn- und Wirtschaftsgebäude, damit genau das, was auch hier in Altrand für Freilichtprogramm zu sehen ist. Und wir gehören also zu diesen 500 Briefeschreibern. Wir haben unsere Mitgliederversammlung hat im Anfang Oktober in Basel einstimmig die Resolution zur Erhaltung des Freilichtmuseums in Altrand gefasst, als wir davon gehört haben, dass es hier Überlegungen gibt, das Museum zu schließen. Die Veranstaltung heute zeigt mir, da freue ich mich sehr darüber, dass offensichtlich da nochmal grundsätzlich drüber nachgedacht wird und Wege gesucht werden. Dieses Museum, also vielleicht mit veränderter Struktur, aber doch aufrechterhalten zu können, das finde ich sehr gut. Und ja, ich wollte nochmal deutlich machen, dass also das Interesse an einem solchen Freilichtmuseum und an seiner Bewahrung, also in seiner Erhaltung, also ich spreche nicht vom Erhalt, sondern von der aktiven Erhaltung, das fand ich sehr interessant, den Unterschied, den ich jetzt gemacht habe, dass das also weit über den Entwurf hinausgeht. Und ich arbeite selbst an einem großen Freilichtmuseum in Detmold und wir haben diese grundsätzlichen Existenzsorgen, was wir da nicht, aber ich kenne das von anderen Museen in anderen Ländern, Bundesländern durchaus auch und da müssen immer wieder neue Wege gefunden werden. Ich muss sagen, ich finde das, mir hat das sehr gut gefallen, dass hier so ein offenes, nach allen Seiten offenes Konzept vorgestellt worden ist oder der Wille, ein solches Konzept zu entwickeln. Ich sehe es auch so, wir haben verdammt wenig Zeit, aber ich finde es gut, dass das so offen angegangen wird, so ergebnisoffen und gleichzeitig aber unter Respektierung dessen, was hier an diesem Bestand und Qualität vorhanden ist. Und da wollte ich nochmal darauf hinweisen, wie das auch von außen wahrgenommen worden ist, beispielsweise vom Alleinstellungsmerkmal geredet worden. Wenn dieses Museum ein Alleinstellungsmerkmal hat, dann ist das sicherlich die Tatsache, dass es sich eben nicht um transportierte Gebäude, sondern um Mikrogebäude innerhalb einer intakten Dorfstruktur handelt. Das ist also keine künstliche Museumslandschaft, sondern das ist
eine historisch gewachsene Sache. Das ist ein ganz besonderer Wert, den das hier hat, auch im Kontext mit dem Schloss und den Gebäuden und den Museumsgebäuden, die hier in das Dorf integriert sind. Das ist was ganz Besonderes. Und ich denke, wenn Sie sich an diesem grundsätzlichen Prozess der Neustrukturierung und Neuausrichtung machen, sollten Sie sich auch einen Augenblick darauf verwenden, sich da etwas zu verschaffen, was für einen Wert und was für einen Bestand hier eigentlich vorhanden ist. Und das ist ein ganz erheblicher. Das ist eben dieser Bestand an historischen Gebäuden hier im Dorf. Das ist dieses Schloss, was eben wirklich hier für die traditionelle ländliche Kultur und ländliches Leben in weiten Teilen der östlichen Bundesländer ganz entscheidend ist, nämlich diese traditionelle Gutswirtschaft, die hier gegeben hat. Und davon ist auch eine Menge hier zu sehen und auch zu verstehen. Und ich denke, das macht das Ganze ganz besonders spannend. Und hier gibt es ein engagiertes Museumsteam, was in den letzten Jahren hier also wirklich ganz großartige Arbeit geleistet hat. Und das muss man, denke ich, einfach mit in die Waagschale werfen, ohne dass man daraus jetzt plumpe Ansprüche ableitet nach dem Motto, das ist gut so, das ist so gut so gewesen, das muss alles so bleiben, sondern in der Richtung, da haben wir eine ganz tolle, fachlich, inhaltlich, historisch ganz tolle Grundlage, auf der wir aufbauen können. Ich würde auch dafür werben, den wir uns freilich Museum auf jeden Fall beizutragen, weil das ein echtes Qualitätsmerkmal, ein echtes Qualitätsprädikat ist. Wenn man das jetzt in, was weiß ich, historischen Park Altrand oder sowas umbenennen würde, dann würde das in der Beliebigkeit versinken. Die Freilichtmuseum, davon gibt es also eine begrenzte Anzahl in Deutschland, die wissenschaftlich geführt sind und was wir auch bieten und die diesen Anspruch erfüllen und die damit auch einen klaren Bildungsauftrag haben, der in Zusammenarbeit mit Schulen, mit anderen Bildungseinrichtungen umgesetzt wird. Und ich glaube, dass es da einfach ganz wichtige und gute Grundlagen gibt, auf denen wir weiterarbeiten können. Ich kann nur, also aus der Außensicht, aus einem anderen Bundesland, aus einem anderen Museum, aus dieser Vereinigung Arbeitskreis für Ausforschung heraus nur viel Glück und viel Erfolg dabei wünschen und die ermutigen, diesen Weg zu gehen, um das mit Entschlossenheit zu tun und hier möglichst viele Interessierte zusammenzukriegen, um so eine Trägerschaft, die ja beim Landkreis irgendwo bleiben muss, aber sie auf so eine breite Grundlage zu stellen, dass das dann für den Kreisstadt gleich jemals das auf weitere Prozent ist. Weil es bildungswichtig, weil es für den Tourismus hier in dieser Region nicht beachtlich erscheint, aber so weit weg von Berlin dann auch wieder sind, denke ich auch Tourismus ist ein echtes Anliegen. Okay. Auch wir freuen uns als Betriebsrat, dass natürlich das jetzt erstmal so weit zustande gekommen ist, was er auch wenn ich alles das sagen, was mein Vorgänger schon gesagt hat. Aber ich muss natürlich sagen, ich denke auch wir arbeiten gut mit Geschäftsführung und Gesellschaft da zusammen, dass da auch die normalen Streitigkeiten, die ja immer nur etwas voranbringen zumeist. Und ich möchte aber auch mich bei meinen Kollegen des Betriebsrates bedanken. Denn ich glaube, dass wir vorhin ja auch einen Anschluss dafür gegeben haben, dass das Projekt jetzt so weit vorangegangen ist, nämlich mit einer Matinee hier in Altrand, wo ich glaube, sehr viele Vertreter eigentlich erstmalig auch unter dem Druck, dass Altrand nicht mehr so lange bestehen könnte, zusammengekommen ist, sich gesammelt hat, gefunden hat. Und das war schon auch für uns eine doch einmalige oder erstmalige Aktion, wo auch sehr viele Leute hier bei sehr schlechtem Wetter trotzdem sich im Zelt zusammengefunden haben. Also für diese Aktion möchte ich mich natürlich auch bei meinen Kollegen bedanken und dass wir auch immer wieder, gerade im vorigen Jahr, doch viel zu bewählen und zu entscheiden haben, immer wieder versucht haben, hier in dieser Region mit Infostand und etc. Dieses Museum sozusagen ja, zu zeigen, dass es das gibt und das ist. Mein Name ist Oswald, ich bin Mitglied des Altrandstadt-Kantons. Das ist auch der Ansatz, ich bin mir sicher,
habe, es wird im Leben bis Ende September, das ist das Ziel, eine hervorragende und beschlussreiche Konzeption vorzulegen. Parallel dazu, als Bestandteil oder eben auch Bestandteil, müssten dann aber, wenn ein nahtloser Übergang in das Jahr 2016 wieder werden soll, auch das Bedienungsdorf-Abschluss, das wäre ja, ich habe dieses Konzept vorliegen. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass das in dieser Kompetenz liegt. Frage, wer kümmert sich darum? Ich komme zurück auf die einleitenden Bemerkungen des Landtags, der ja gesagt hat, wenn nicht bis Ende des Jahres alles klar ist, geht 2016 nicht weiter, dann bleiben die schon endgültig wieder ein Beschluss Ende des vergangenen Jahres. Ja, und kümmern wir uns mehr? Also, dass Sie die Kompetenz anzweifeln, steht Ihnen zu. Ich habe ja gesagt, wir werden mit zwei Betriebswirten gemeinsam diese betriebswirtschaftlichen Grundlagen erarbeiten, einen Betriebsplan aufstellen. Aber was die trägerschaftlichen Fragen anbelangt, sind wir in einer Suchbewegung. Da nutzt es uns im Moment gar nicht so viel, wenn wir sagen, ja, wir sagen, wir machen nachher eine gemeinnützige GmbH oder eine Stiftung oder das ist ein Zweckverband oder was auch immer. Das müssen wir uns erarbeiten. Und an der Stelle, wo wir den Eindruck haben, dass wir fachlich nicht weiterkommen, sind wir so ausgestattet, dass wir uns die Expertise einkaufen. Wir haben das vorher diskutiert, auch mit Büros, die solche Lösungen schon erarbeitet haben. Und es ist eindeutig, dass der Sachstand jetzt nicht so weit ist, dass es sinnvoll wäre. Weil wir nämlich die inhaltliche Debatte, die wir mit allen Beteiligten führen müssen, und die trägerschaftliche Frage, welche Verantwortung sie in dem Zusammenhang aufnehmen wollen, die müssen wir gleichzeitig diskutieren. Es ist sozusagen ganz schwer, das zu trennen, und deswegen vertreten wir diese Herangehensweise auch. Dass Sie da Ihre Zweifel haben, steht Ihnen zu, aber wir werden an der Stelle, wo wir fachlich nicht weiterkommen, uns die Expertise dazu kaufen. Ja, natürlich geht es dabei um Geld. Ja, ich glaube, Sie haben Herrn Anders gar nicht die Kompetenz abgesprochen, sondern Sie haben gesagt, wenn dann bestimmte Lösungen anstehen, wer ist dafür verantwortlich, wer kümmert sich, wer verhandelt zum Beispiel mit Ihnen und mit wem reden wir über Finanzen. Und da ist natürlich ganz klar die Frage, wir haben uns, jetzt sage ich es mal, von außen nochmal einen anderen Moderator geholt. Und ich habe es ja einleitend gesagt, ich danke ja auch nochmal der Kulturstiftung, dass wir mal eine andere Sicht kriegen. Aber am Ende müssen wir es hier entscheiden und da sitzen wir wieder am Tisch. Das war eigentlich so Ihre Frage, nicht die Frage in die Kompetenz der Akteure, die es dann am Ende umsetzt. Ich wollte zum Freilichtmuseum nichts mehr sagen aus Detmold, aber manchmal, ich bin ja auch eingeladen worden von Herrn Anders, dass man nochmal etwas Brutales sagen sollte. Das sind ja immer die ganz klaren Antworten. Ja, nein, die Kreistagsabgehörigen hören dann wissenschaftliche Expertise, Hausform, ist alles interessant. Glauben Sie mir wirklich, ich kenne aus Detmold nicht nur Ihr Museum, sondern auch Christian Daniel Grappe, der hat ja ein sehr wildes Theater gelebt mit harten Worten. Und ich sage es auch so, so führt es uns nicht weiter. Denn in diesen Ding. Also Alt-Amt steht nicht nur für eine Gutswirtschaft, sondern steht für eines der vitalsten freien Regionen Preußens, des Oderbruchs. Und daraus muss man, sagen wir mal, Kaffeegrund schöpfen, wo man eine Verbindung in die Moderne, in die Jugend schafft. Und diese Plattitüden von hochnotwichtig und wissenschaftlich, die haben wir, hier sitzen Kreistagsabgeordnete, wie viele Jahre gehört, Herr Grundmann? 15. Also das ist ja gut. 10 ist gut, auf die Erinnerung. Also ich sage mal, ich will nicht weiter, sondern wir wollen etwas in die Zukunft haben und wir wollen einen Sprung in die Moderne. Und wir wollen in die Verbindung, und jetzt spreche ich nochmal für den Traditionsverein halt dran. Natürlich müssen wir das Ehrenamt derer sehr stark einbinden, die jetzt in einem Alterszeitraum befinden, in dem sie endlich mal Zeit haben für die Hobbys des Lebens, wo sie es vorher im Arbeitsprozess nicht hatten. Das wäre diese Melange, wo wir uns dann bewegen müssen.
Ich gehe hier mal an die Seite, vielleicht bin ich dann von allen gut zu hören. Mein Name ist Dr. Hepp, ich bin Altranster, habe auch andere Funktionen. Hier bin ich, weil mir das Museum vom Grundsatz her am Herzen liegt, weil ich es schon lange begleite, weil ich mir wünschen würde, dass es weiter funktioniert. Ich sage nicht, egal in welcher Form, aber so, dass wir mit gutem Gewissen das Schild an der Autobahn stehen lassen können, Freilichtmuseum Altrand. So ein Schild kostet übrigens damals 10.000 Mark. Die habe ich, das habe ich seinerzeit noch initiiert, als Bürgermeister dieser Gemeinde. Worum es mir geht, ist, der Landrat hat es sehr klar gesagt und Frau Dr. Völker hat es unterstrichen, es gibt ja eigentlich einen offiziellen Endtermin. Der ist schon gesetzt. Der ist über uns wie so ein Damoklesschwert. Der 31.12. heißt der Beschluss, wenn die Bemühungen von Dr. Anders und anderen nicht klappen, wird hier die Jalousie runtergelassen. Das wollen wir auf keinen Fall. Wir als Traditionsverein, und das würde ich mir schon wünschen, werden uns sicherlich an Frau Kösterin wenden für die Beratung. Aber wir brauchen auch, dass vielleicht Frau Dr. Völker oder der Landrat uns anderswo Türen öffnen zu Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten können und die mit uns in der Lage sind, auch vom Finanziellen her eine andere Struktur zu schaffen. Das kann sicherlich Ihr Büro nicht leisten. Und das Einzige, was mir Sorge macht an dem Auftrag, den Sie haben, ist die Kürze der Zeit. Dass das alles so bewältigt werden kann, dass wir wirklich bis Jahresende noch in der Lage sind, dass wir sagen können, wir können mit Berechtigung und mit den richtigen Partnern weitergehen. Ich würde jetzt noch ganz kurz noch kommentieren. Das eine ist die Frage, geht man zu Akteuren, wo einem die Auftraggeber dabei helfen sollten, die Türen aufzuöffnen und diese Gespräche zu führen. Das ist genau richtig und das ist auch in dem Vereinbarungspapier zwischen Landkreis, Land Brandenburg und Kulturstiftung des Bundes genauso festgelegt worden, dass diese drei Auftraggeber uns nicht an solchen Fragen, bei solchen Fragen allein lassen, sondern uns gezielt dann da begleiten. Und das werden wir auch in Anspruch nehmen. Das heißt, wenn wir den Eindruck haben, wir müssen mit der einen oder anderen Institution, mit der einen oder anderen Gesellschaft, mit Leuten reden, deren Einfluss oder Hilfe wir vielleicht brauchen, dass wir dort nicht alleine anklopfen gehen. Das ist so gedacht. Und was die Zeitknappheit anbelangt, das haben wir ja nur schon mehrfach besprochen. Wir sehen das auch für eine sehr große Herausforderung an. Andererseits ist es so, ich denke, die Kunst sollte ja in erster Linie darin bestehen, dass wir eine Klarheit erzeugt haben zu diesem Termin, die allen unmittelbar einleuchtet und die auch offene Fragen nicht verschattet. Ich denke, wenn die Klarheit da ist, so soll das aussehen, so soll das laufen, aber diese oder jene Dinge, die müssen dann eigentlich erst noch umgesetzt werden. Dafür brauchen wir nochmal irgendwie eine Zeit. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Gesetzt den Fall, wir haben ein Einvernehmen hergestellt mit der politischen Ebene, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es am Ende daran liegt, wir werden nicht am Ende dastehen und sagen, wir sind nicht fertig, sondern wir werden etwas vorlegen. Und das wird ausgereift genug sein, dass man sich politisch darüber verständigen kann. Anders kann man es jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Ja, bitte, ich komme noch unter Ja, ich bin Belinda Schubert, ich bin seit voriges Jahr im Juni die Aufsichtsratsvorsitzende der Kultur GmbH und wollte eigentlich auch nur mal ein kurzes Statement abgeben, und zwar für die Mitarbeiter der Kultur GmbH und für die Mitarbeiter jetzt vor allem heute, für die in der Einrichtung als Rand hier immer tätig waren. Bis voriges Jahr Mai hatte ich also auch noch ein Kreistagsmandat und kann also auch zu den letzten 6 Jahren also sehr viel beitragen. Ich habe mich in der Fraktion mit Herrn Petzold, der ja vorhin schon
gesprochen hat, bis dahin gefunden als Kreistagsabgeordnete, bin jetzt auch noch in dieser Fraktion wieder tätig. Wir sind also immer noch zusammengeblieben mit den Grünen und haben uns in der letzten Legislaturperiode schon, als ich ankündigte, dass diese Kultur GmbH Entwicklung vakant wird und Entscheidungen getroffen werden müssen in den nächsten Jahren, hat unsere Fraktion also den Vorstoß tatsächlich gewagt, die Kreistagsabgeordneten zu fragen, wie viel Kultur, oder wir fanden wichtig, dass die Frage mal geklärt wird, wie viel Kultur wollt ihr euch leisten. Also jetzt nicht der Kreistag, sondern auch der Landkreis Märkisch oder Land. Ne? Weil wie viel Kultur sich der Kreistag oder der Landkreis leistet finanziell, darauf wird es ja sehr oft reduziert, das wussten wir, das steht im Haushalt. Aber wir wollten schauen, dass gerade solche innovativen Sachen, die jetzt also zum Beispiel von Herrn Anders und seinen Leuten möglich gemacht werden, entstehen. Dazu kam es nicht. Also die Kreistagsabgeordneten kriegen ganz große Angst, dass sie dazu einen außerordentlichen Kreistag machen sollten. Wir kamen dann unter einen kleinen Punkt im März in der vorletzten Sitzung vor und dann wurde das relativ schnell bearbeitet. Aber zu diesem Zeitpunkt war also der Fortschritt der Liquidation oder des Liquidationsansinnen ja schon so weit fortgeschritten, dass es dann ja ein Arbeitspapier gab mit ganz bestimmten Terminen und daraus resultiert auch jetzt also wieder dieser Druck zu sagen, wir haben nur bis zu diesem Tag Schlagzeit. Ich sehe das inzwischen anders, weil erstens mal hält sich der Kreistag schon lange nicht mehr an seine selbstgegebenen Beschlüsse. Und es passiert ja auch sehr viel, wie wir ja heute sehen. Wir haben also auch maßgeblich diese Matinee mit begleitet. Und damals sah es noch ganz anders aus, vor ist ja im Herbst. Jetzt befinden wir uns hier und tatsächlich, es gibt also Fördergeber, mögliche und es geht tatsächlich, dass alle miteinander reden. Und mir war jetzt nur noch mal wichtig, sonst hätte ich das jetzt also nicht noch mal gemeldet, jetzt noch mal zu sagen, bevor der Eindruck entsteht, also dass die Mitarbeiter hier in Altrand, weil also das kam eben so ein bisschen unterschwellig in ein paar Diskussionen durch, also sich nie bewegt hätten und die irgendwie was dazu beigetragen hatten und hier nur Dienst nach Vorschrift gemacht haben, kann ich also nicht bestätigen, weil ich selber miterlebt habe, dass es natürlich auch bestimmte Sachen gibt, die auch zum Beispiel vom Tourismusverband Märkisch-Oderland, also von Frau Husig kritisiert worden sind, dass sie sich alle Mühe gegeben hätten und dass zum Beispiel natürlich, wenn man hier einen Radwanderweg durchführt, natürlich selbstverständlich hätte sein müssen, dass also die Institutionen dann von morgens bis abends und nicht von 13 bis 17 Uhr nur geöffnet sind und die Museen, weil wenn man schon mal einen Radweg lang führt, dass dann natürlich auch die Leute hier anhalten möchten zu Zeiten, weil sie den Radwanderleute losfahren früh um 7 oder so und sind im Museum stürzen und das ist natürlich also dieser Konflikt zu dem wenigen Geld, was hier war und zu doch wirklich also 15 Jahre intensiv arbeiten und auch viel Freizeit verbringenden Angestellten, die dazu noch auf alles Mögliche verzichten mussten, also auf Tariferhöhung und so weiter, auch nicht zu vergessen, diese vielen Debatten, die wir hatten, dass das nicht immer den Einklang findet und dass die dann natürlich auch gar nicht sagen können, oh schön, ich gehe dann mal also und öffne dieses Museum 12 Stunden. Darum möchte ich nochmal werben, dass da also kein Eindruck entsteht oder also dieser Zwungenschlag zurückbleibt, dass also die Mitarbeiter der Kultur-GmbH speziell hier in Altrand heute da kein Interesse daran hatten, also das zu erhalten. Vielen Dank. Bevor wir jetzt diese große Runde im Podium schließen, möchte ich noch zwei Hinweise geben. Das eine ist, dass Herr Natuschke jetzt noch mal kurz das Wort ergreifen wird und ihn noch mal das folgende Angebot, das das Museum vorbereitet hat, zu operieren. Und auf der anderen Seite darauf hinweisen, dass Frau Liebsch, Herr Anders und ich noch zur Verfügung stehen, um im kleinen Kreis die eine oder andere Diskussion, an denen der Ihnen gelegen ist, fortzuführen. In der nächsten Stunde, halbe Stunde, je nachdem, wie der Bedarf bei Ihnen ist. Ansonsten kann ich in dieser großen Runde erstmal nur für reges Interesse und für Ihre Beiträge danken und hoffen, dass die Energie, die Sonne uns heute hier mit auf den Weg gegeben hat, auch ein bisschen
frühestens nächsten 3, 4, 6, 8 Monate bescheiden mag, damit wir diese Kraft, die heute hier deutlich geworden ist, ein Stück weit in diesen Arbeitsprozess hineinbekommen. Und da sind sozusagen sowohl die Mitarbeiter des Hauses gefragt, als auch sozusagen alle jene, die sich vorstellen können, ein Stück weit von ihrer Zeit, ihrer Kraft in diesen Arbeitszusammenhang zu investieren. Insofern ja, ja, vielleicht zum Schluss noch was Positives. Sicher sind wir mit solchen Sachen mit einer gewissen Nervosität angegangen, weil es ist ja für uns ein sehr wichtiger Termin, wo es möglicherweise Entscheidungen geht. Es tut aber gut zu sehen, dass es so eine große öffentliche Resonanz gibt und dass so viele Leute gekommen sind. Mir tut das gut und den Kollegen sicherlich auch. Und ja, vielleicht wäre es vor 10 Jahren schon gut gewesen, wenn wir diese öffentliche Resonanz hätten und so eine Chance kriegen würden, jetzt einen neuen Gestaltungsprozess in Bewegung zu bringen. Deshalb finden wir so ein Konzept gut, weil es Zukunftsoptionen beinhaltet und es eröffnet Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung dieser Kultureinrichtung und man kann damit sicherlich auch neue Potenziale erschließen, weil auch die Gesellschaft sich verändert hat und neue Aufgaben entstehen. Also wir fühlen uns in diesem Prozess nicht als unheilbarer Patient, sondern wir gehen da wirklich mit dem Selbstbewusstsein in diesen Entwicklungsprozess hinein und wir werden unsere Fachkompetenz und unsere Netzwerke in die Diskussion mit einbringen, damit wir hier zu dem vernünftigen Lösungsweg und zu dem Ziel kommen. Wir sind mit dabei und es geht ja eigentlich bei diesem Konzept auch nicht nur um das Freilichtmuseum an sich, sondern es geht um die kulturpolitischen Aufgaben der Region, des Kreises und es geht um eine Strukturierung der kulturpolitischen Aufgaben dabei und die Frage, wie werden die von wem angepackt und es geht auch um die Zukunftsfähigkeit unserer Gemeinden und speziell um die Zukunftsfähigkeit dieser Gemeinde, also nicht nur um das Museum. Es ist eine komplexe Aufgabenstellung. Damit wird es so kompliziert. Und für uns ist diese Freilichtmuseum kein unlösbares Problem, sondern wir sehen das Freilichtmuseum, hier ist ja etwas entstanden, es ist ja was, womit man sich auseinandersetzen kann. Das Freilichtmuseum ist ein Fund in unserer Hand. Es ist also eine Chance, die wir hier nutzen können für die Entwicklung in der Region. Und insofern kann ich nur wünschen, lasst uns die Sache anpacken und zu einem guten Ergebnis kommen. Teil 2, dann noch. Mein Name ist Escher und komme hier aus dem Ort. Meine Frage ist, wie haben Sie denn die Bevölkerung in den letzten Jahren mit eingezogen in die Bewegungsarbeit? Und wie sollte das eigentlich jetzt in diesem Jahr zum Beispiel weitergehen? Ach ja, da können wir jetzt mehrere Stunden, ich bin gern bereit, das dann nachher zu diskutieren. Das Einmuseum ist offen, wir machen bestimmte Angebote. Und das letzte Angebot war, dass wir unseren Jahresveranstaltungsplan dem ATV zugeschickt haben und alle aufgefordert haben. Sagt, wo ihr euch mit einbringen könnt, einbringen wollt, dass wir hier was zusammen bereiten. Aber ich bin gern bereit mit Ihnen, denn wir haben bestimmt sicherlich spezielle, konkrete Fragen. Das stehe ich zur Verfügung. Ich war jetzt bei Teil 2. Im Anschluss können wir Ihnen ein Angebot machen, dass wir hier Ihnen verschiedene Bereiche des Museums vorstellen. Ich würde Ihnen hier die Einführungsausstellung hier im Schloss vorstellen, über Geschichtemuseum, Strategien, Entwicklungssachen und so weiter, dass wir hier einen Überblick kriegen. Das mache ich. Wir haben Frau Hafenbach, können Sie mal sich zeigen. Frau Hafenbach würde Ihnen zu dem Thema Museumspädagogik, Vermittlung, wie machen wir Geschichte zum Anfassen, wie packen wir das an, dass sie da schwerpunktmäßig denn durch die Objekte sie führt
und unsere Kollegin Friedelow. Frau Friedelow würde dann zum Thema Sammlung, Gebäude, Ausstellungsthemen die Führung durch die einzelnen Objekte mit Ihnen durchführen. Im Anschluss wird einfach, wir halten uns hier im Vorraum auf, dass Sie uns ansprechen und dann können wir das mit Ihnen entsprechend thematisch abhandeln. Danke. Ja. Insofern können wir Ihre Frage quasi in die kleineren Runden verweisen, weil wir quasi jetzt uns so entschieden haben, den Tag so zu strukturieren. Nehmen wir das Angebot des Museums an bei Interesse. Das sind, denke ich, informative Führungen, die die Kolleginnen und Kollegen anbieten. Ansonsten finden Sie uns hier vorne zum weiteren Gespräch für detaillierte Fragen, die vielleicht im großen Podium nicht befriedigend beantwortet worden sind. Herzlichen Dank für Ihr Kommen. Ja, vielen Dank.